Ich kehre zurück zu euch am Wendepunkt der Gezeiten zu einem schönen Abend mit Zoo Tycoon 1. Zoo Tycoon 1 ist tatsächlich das Spiel, durch das ich ins Internet gezogen wurde. Ich war in Zoo Tycoon, oder wie ich damals gesagt habe, Zoo Tycoon-Foren aktiv. Ich habe mir da Tiere auf Disketten geladen. Und so geriet das alles ins Rollen. Durch Zoo Tycoon ist mein erstes RPG-Rollenspiel entstanden, was dann, keine Ahnung, wie lange haben wir gespielt? 10 Jahre, 12. Lange gehalten hat. Und irgendwie durch diese ganze Geschichte auch Richtung Pen and Paper gekommen. Rocket Beans gesehen. Zu Rocket Beans gekommen. Jetzt bin ich hier. Im Grunde hat alles mit Zoo Tycoon angefangen. Mara, die Rote ist zurück. Was? Bin ich jetzt hier schon wieder rot? Tier-Torrents, ja. Ja, auf Disketten damals noch. Alles Zoo Tycoon zu verdanken. Und das kam, ich glaube, 2001 raus. Was ist eine Diskette, fragen die Ersten, ja. Ja, das waren noch Zeiten. Mein Mann fragt, warum die Kanalpunkte bei dir keinen Unterstrich drin haben. Er schien leicht enttäuscht. Oh, was? Wo kann ich da noch einen Unterstrich einstellen? Bei Recoins? Recoins nochmal mit Unterstrich schreiben? Ja, das könnte ich machen. Orca 164 fühlt sich nicht wohl. Genau solche Sachen. Und Zoo Tycoon. Ich werde jetzt auch einfach mal Zoo Tycoon sagen, weil ich das so gewohnt bin. Zoo Tycoon hat das beste Intro, die beste Intro-Musik, die es gibt. Hört sich japanisch an. Zoo Tycoon! Spielst du aktuell Pen and Paper? Nein, privat nicht. Das letzte, wo ich mitgespielt habe, war Tabor. Und ansonsten mache ich gerade nichts. Gibt es bei Zoo Tycoon Anzeigen? Ja, wir müssen gleich mal reinschauen. Ich hatte Zoo Tycoon damals von der Computerbildspiele. Wow. Und ihr werdet gleich, wenn ihr es früher mal gespielt habt, wenn ihr gleich die Musik hört, das geht direkt ins Ohr. Ich sag's euch, als ich das wieder gehört habe, wow, da hatte ich direkt Lust, da irgendwie ein Cover von zu machen. Dann habe ich gedacht, ich habe gar keine Zeit. Und wir werden mal gucken. Ich habe hier irgendwas, ich war ganz wild, ich habe bei Twitch irgendwas umgestellt, dass hier irgendwelche Werbung manchmal geschaltet wird, jede Stunde. Und wenn die dann kommt, will ich mich daran erinnern, was zu trinken. 3 Gläser Wodka, dann geht's weiter. Also, ich habe aber eben schon gehört, dass es nicht geklappt hat. Ihr habt keine Werbung gesehen, von daher weiß ich auch nicht, was in einer Stunde passieren wird. Zoo Tycoon war eines meiner allerersten Computerspiele, habe es geliebt. Der Tendo ist ja wieder auch mal wieder da. Der Lürgold. Wer ist dein Lieblingstier? Puh. Also wenn du mich damals gefragt hättest, dann hätte ich dir auf jeden Fall Wolf gesagt. Werden wir gleich mal gucken, ob es das da auch gibt. Ich würde mal sagen, wir gucken so ein bisschen in die Kampagne rein. Dass ich da. Puh! Okay, da seid ihr. Da ist der Chat natürlich wieder dabei. Ja, ein Bär. Die Fruit war low-hanging, die musste gepflückt werden. Wenn man das hört, will man direkt eine Capri-Sonne ballern und The Dome 32 einlegen. Genau. Zoo Tycoon. Nein, ich muss Zoo Tycoon sagen. Zoo Tycoon hatte zig Add-ons, das stimmt. Das hat man natürlich damals immer so gemacht, weil man ganz schlau war. Man hatte das Grundspiel schon. Und dann hast du dann noch 10 Add-ons. Die sind natürlich teuer gewesen für so ein Kind. Das Kind hatte vielleicht 2,50 Mark Trinkgeld, wollte ich gerade sagen. Wie heißt es denn? Taschengeld. Und da ist man dann schön zu diesem Spiel, wie hieß es denn, wo man Spiele leihen konnte? Video, Haus. Oh Gott, ich kann überhaupt nicht mehr reden. Wo war ich denn? Ich war lange Zeit viel im Wald. Ich muss erstmal wieder lernen, wie man spricht. Video World. Ich bin in die Video World gegangen. Spielothek meine ich natürlich. Videothek. Ja, das war das Wort. Video World ist auch nicht schlecht. In der Bibliothek. Das Spielcasino, das Wilde. Da bin ich natürlich in die Videothek gegangen, habe mir da alle 10 Add-ons geholt.
alle installiert und dann brauchtest du ja immer nur, glaube ich, das letzte Add-on, was man dann hatte, brauchte man, um das Spiel zu starten oder so. Das habe ich mir dann echt gekauft. Und dann habe ich es eingelegt und konnte es direkt spielen. So hat man damals gespart. Damals vor 500 Jahren. Damals hatten die Addons auch noch richtig Content, nicht wie heute. 35 Euro hast ein neues Skin. Ja. Videothek hat mein Vater sich immer VHS ausgeliehen, Ende der 90er. Und ich durfte mir immer denselben Teenage Mutant Ninja Turtle Zeichentrickfilm ausleihen. Blush Games, ja, der war auch in der Videothek. Ich weiß gar nicht, ob er da noch zu klein für war. Blush Games. Weißt du noch, wie wir immer von Sims uns da die ganzen Sachen, die ganzen Add-ons ausgeliehen haben? Dann einfach nur das letzte installiert hatten. Das waren gute Zeiten. Gab es nicht noch ein Afrika-Add-on? Ich weiß gar nicht, also das hier ist jetzt nur die Ursprungsversion, glaube ich. Ich habe noch versucht, Zoo Tycoon 2 zu erlangen. Hab da jetzt was, sag ich mal so. Und das würde ich auch demnächst mal ausprobieren. Es ist mir mehrfach abgestürzt, deswegen weiß ich noch nicht so ganz, ob Zoo Tycoon 2 tatsächlich streamreif ist. Aber hier dieser erste Teil, der hat ganz gut funktioniert bisher. Schnitt, es stürzt immer ab. Die Abenteuer von Zoo Tycoon. Das ist eh verjährt. Ja, ist, glaube ich, Abandonware, oder? Ich konnte es nirgendwo mehr finden. Planet Zoo natürlich auch angetestet. Planet Zoo haben wir tatsächlich auch mal auf Rocket Beans gespielt. Aber, also zumindest zu dem Zeitpunkt hat es mir noch nicht so gut gefallen. Wie das billig, schäbige Spiel, was ihr geleistet. Nein, ich bin immer noch großer Fan von White Life Pack 2. Was wir auch letztens gespielt haben, falls ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr auf dem YouTube-Kanal, Ausrufezeichen YouTube, kommt ihr dahin, könnt ihr noch drei Sessions White Life Pack 2 finden bei mir. Bei der ersten haben wir Missionen geballert und die anderen zwei waren so ein bisschen freies Spiel. Das war auch cool. Bei Blended Zoo gibt es 10 Addons mittlerweile. Oh wow. Mit jeweils 5 Tieren? What? Na gut. Ich finde meine alten CDs nicht mehr, sowohl vom 1er als auch vom 2er. Ja, das ist das Problem. Die Völker waren damals der Hammer. Was für ein Zoo Tycoon hast du gespielt, wo Völker drin vorkommen? Ist das strafrechtlich relevant? So. Was ist eigentlich mit The Tribe? Ja, die Frage kommt häufiger. Wir sind da in Kontakt mit den Produzenten, ich weiß nicht, ob ich jetzt Quatsch erzähle, mit den Besitzern von The Tribe, mit den Herstellern, was ist das Wort? Ich weiß nicht, Produzent wahrscheinlich. Und wir können das nur weiter streamen, wenn da irgendeine Art von Kooperation zustande kommt. Ansonsten geht's nicht weiter. Bisher ist nur nichts zustande gekommen, deshalb geht's im Moment leider nicht weiter. Wenn du mal richtig schlechtes Spiel testen willst, kannst du das neue Zoo Tycoon spielen. Oh ja. Das war nicht so toll. Rechteinhaber. Ja, das klingt wie ein erwachsenes Wort. Rechteinhaber. Pralaria, herzlich willkommen. Auch Zoo Tycoon. Zoo Tycoon lockt die neuen Leute hin. Koop mit Gesichtsfarbe. was wollte ich noch sagen? Ach so. Apropos schäbige Ausstrahlung. Es ist ein neues Dingo Picture Adventure in Planung. Florentin und ich wollen wahrscheinlich nächste Woche den schäbigen Aladdin-Film von Dingo Pictures gucken. Falls ihr euch gerade denkt, was? Was ist Dingo? Dann sucht mal bei YouTube nach Dino Trash mit Florentin und Mara. Und dann werdet ihr einiges finden. Wir haben eine riesige Dingo-Fanbase aufgetan. Wir machen vielleicht auch fürs nächste Mal so ein Dingo-Bingo. Was an Schäbigkeiten vorkommen kann. Ich habe so einmal in diesem Dingo-Aladdin-Trash-Film, das ist quasi, also Dingo ist quasi die Wish-Version von Disney, kann man sagen. Ich habe kurz in Aladdin reingeklickt und da hatte schon wieder jemand diese Stimme von dem alten Dinosaurier aus in einem Land von, nee, was war das? Abenteuer im Land der Dinosaurier. Hatte schon wieder jemand diese Stimme. Diese Stimme.
Und deswegen glaube ich, wir werden einfach die Synchronstimmen von Abenteuer im Land der Dinosaurier 1:1 wieder so in Aladdin wiederfinden. Und da sind Lieder mit drin. Also da haben sie sich nicht lumpen lassen. Ich habe ganz am Ende noch mal geguckt, da kam ein geiles Lied, habe ich direkt schon oben von gehabt. Also ihr könnt euch darauf freuen. Ich glaube, das wird den Dino-Trash überbieten an Schäbigkeit. Das wird fantastisch. Ist der noch besser als der Dino-Zeichentrick? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube, das wird schlimmer. Reimt einer. Teppichfliegen ist logisch, 100% ökologisch. Da habt ihr schon mal eine Zeile aus dem Lied, was drin vorkommt. Und ich freue mich schon sehr. Heieieiei. So, wir sind in einer absoluten Trash-Woche, Trash-Zeit drin. Wir werden jetzt heute, wie gesagt, Zoo Tycoon von 2001 gucken. Und dann habe ich diese Woche, ich habe mir noch ein altes Märchen rausgesucht von 1956. Tischlein deck dich, kennt ihr vielleicht, von Grimms Märchen. Denn ich war in letzter Zeit bei meinen Großeltern, weil ich davon überzeugt war, dass die einen Dingo-Film haben. Und ich wollte diese Dingo-VHS finden. Bin den ganzen Schrank durchgegangen, habe nach Dingo gesucht, weil ich dachte, dass die das Fußballspiel der Tiere hätten. Und ich das schon mal irgendwo gesehen hatte. Bin die ganzen Kassetten durchgegangen, habe keinen Dingo-Film gefunden. Kann natürlich auch sein, dass sie den schon weggeschmissen haben, weil das wirklich absolut schäbig ist. Und habe da aber diese ganzen Märchen gefunden, wo ich mich dann erinnert habe, dass ich die auch früher alle geguckt habe. Also wirklich so Märchen aus den 50er Jahren. Dann habe ich auch bei YouTube geguckt. Und preiset YouTube. Sie sind online. Sie sind alle da. Und da gibt es einige. Da gibt es einige schöne. Und Tischlein deck dich ist eins davon, was wir uns dann noch... Ich glaube, am Freitag, ich bin mir noch nicht so ganz sicher über die Zeit. Die Großeltern so, was willst du denn damit? Ja, das war schwierig zu erklären. Das war unangenehm. Und da gibt es Tischlein deck dich, da gibt es die goldene Gans, da gibt es so ganz weirde irgendwie aus so polnische Märchen oder sowas. Die waren auch dabei, die habe ich auch gesehen. Ich habe sehr viel gesehen, wo man sich jetzt fragt, ja, wer das alles als Kind gesehen hat, der wird doch als Erwachsener bestimmt solche Trash-Filme abfeiern. Und ja, genau so ist es passiert. Jetzt gucke ich Dingo statt Disney. Es war schon alles vorher zu sehen. Hätte man damals 1995 schon wissen können, in welche Richtung das geht. Aitche. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Herzlich willkommen und herzlichen Dank für den Kauf deiner Waschmaschine, die wird nächste Woche bei dir ankommen, wenn du dir den Dingo-Film bis dahin angeguckt hast. Ich hoffe, du hast den Dino-Trash-Film schon gesehen. Ansonsten schau ihn dir an. Ist ein Knaller. Ist ein Banger. Der wird als Erwachsener nur hochwertige Filme konsumieren, ja. Am Ende stellt sich heraus, dass Roswitha Haas der Künstlername deiner Oma ist. Oh, das wäre was. Von dem Dingo hatte ich Anastasia und war voll enttäuscht. Ich hätte ja gerne, also ich glaube, das war so einer der frühesten Pranks der Geschichte, diese Dingo-Filme herzustellen. Einfach mit dem Cover von den Original-Disney-Filmen, sodass man die kauft und irgendwelche älteren Leute, die auch kaufen und geben die den Kindern, sagen, oh, guck mal, du wolltest doch hier Disneys Aladdin sehen, hier ist er. Und die Kinder komplett enttäuscht diese schäbigsten Filme ein. Ich musste gerade noch mal, ein kurzer Schmankerl. Ich habe das bei Wikipedia was andere Medien zu Dingo Pictures sagen. Da fand ich einen Satz sehr schön. Nochmal kurz aufrufen hier. So, kurz. Die Süddeutsche Zeitung schrieb, die Filme sehen so aus, als wären sie lustlos mit Filzstiften abgemalt worden. Diese nachgemachten Filme waren kurz, wirr, voller Logikfehler und hatten so gar nichts vom Zauber der aufwendigen Kinofilme. Das ist eine gute Zusammenfassung von dem, was euch bei dem Dino-Trash-Film erwartet und was euch auch nächste Woche wieder erwarten wird. Wir haben so ungefähr zwei Synchronsprecher und das war's. Die sprechen alle Rollen.
Klingt perfekt für mich. Ja, kurz, aber wir. Trash ist eine Kunst für sich. Ja, irgendwie sind wir ja auch durch die ganzen Herr der Ringe Trash-Sachen so in diese Schiene reingeraten und da sind wir jetzt. Also. Mehr zwei Stimmen verwirren mich. Ja, ich muss euch sagen, dieses Märchen jetzt von 1996, das ist, würde ich jetzt nicht als Trash bezeichnen. Es ist halt einfach ein alter Film. Weiß ich nicht, ob das dann auto zählt es automatisch dann als Trash? Ich bin mir nicht so sicher. Aladdin und Jasmin vom gleichen Typen gesprochen, der den alten Dino gesprochen hat. Jemand aus der Twitch-Unit muss die Kategorie schäbige Trash-Sparte bedienen. Und das bin ich. Es wurde am Anfang vorgelesen, also irgendwie Besprechung von aktuellen Kinofilmen, irgendwie krasse Ego-Shooter, neuesten Spiele, schäbiger Trash. Ja, hier ich. Da habe ich mich sofort gemeldet. Und so haben wir das fair verteilt. Also, ja, vom Winde verweht. Das ist auch alt. So, also mein komisches Fenster hier zeigt an, dass in 35 Minuten eine Werbung abgespielt wird. Wie gesagt, ich habe irgendwas umgestellt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht lügt mich das Programm an. Ihr könnt ja da mal reinschreiben, ob ihr irgendwas seht oder auch nicht. Ich wollte mir das eigentlich einstellen, dass ich mich daran erinnere, dass ich dann was trinke, damit ich den Alkoholpegel hochhalte. Aber offenbar spielt es das auch nicht, außer keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich bin neu im Internet. Der originale Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist in gewisser Weise auch Trash. Was? Das ist aber aus der Sparte, so wie das Märchen, was ich angucken will. Mich macht dieser Elefant im Menübildschirm fertig. Ja, der hat was. Mara, du zitterst schon vielleicht doch nicht so lange. Ich habe den Film auf YouTube gefunden, das Fußballspiel der Tiere. Ja, das sind einige Dingo-Filme. Es gibt 20, 30 Dingo-Filme. Also für die nächsten Jahre ist dafür Content gesorgt. Die Tiere sehen alle etwas traurig aus. Ja, wir wollen jetzt mal loslegen hier. Muss jetzt erstmal zack, das hier rüberschieben. Wie gesagt, haltet mal die Augen offen. Ich werde jetzt hier entweder morgen, übermorgen noch das Tischlein deck dich mir angucken. Und das ist auf jeden Fall auch sehr schön. So. Mache ich denn das mal? So. So, jetzt passt auf. Jetzt starte ich das. Jetzt passt auf, was jetzt für eine Musik kommt. Geil, jetzt ist mir das Fenster hier mitten in den Chat gesprungen. Moment, ich breche noch kurz ab. Ja, Moment. Warum springt dieses Mistfenster in den Chat? Na gut. Boah, da bin ich direkt wieder 12, ja, oder? Das ist die beste Intro-Musik. Die geht auch nur so ungefähr 20 Sekunden, dieser Jingle, und dann immer wieder neu. In dem Spiel gibt es keine Fortpflanzungsanimation. Leider nicht. Also ihr werdet gleich sehen, wir sind auf einem ganz rudimentären Stand. Jamba Sparbo, jetzt greift zu 01354855 Nase. Das Budget reichte nur für vier Bars. Die Einhörner konnte man auf Diskette speichern. Die Einhörner konnte man sich auf Diskette laden und dann hier reinspeichern. So, wir gehen mal hier drauf. Play Tutorial. Ich weiß ja, wie das geht. Ich habe das ja bis zum Erbrechen gespielt. Jetzt erzählt mir doch ja nichts mit dem Tutorial. Also ich glaube, Zoo Tycoon war das erste Spiel, was ich wirklich richtig hart gesuchtet habe. Und dann auch angefangen, Zootagebücher zu schreiben, was passiert wann und was weiß ich. Die Einhörner wurden am Schulhof gedealt.
Wir fangen mal an mit Forest Zoo. Ah ja, okay, da sind wir auch schon. Ja, also Beschreibungstext, was man machen muss, war überbewertet zu der Zeit. Das musste man sich dann noch selber erschließen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal uns mal kurz hier an. Das ist die Welt, in der wir leben. Wir können zoomen bis hier. Ach komm, mal für 2001 war das doch was. Oder es war doch schon schön. Ich weiß auf jeden Fall, dass mein Computer hart geruckelt hat, wenn da viele Bäume waren. Also das hätte er schon nicht geschafft damals. Wir haben hier ein paar Bänke. Wir haben hier eine Snack-Machine, eine Drink-Machine, ein paar Trash-Cans. Ist jetzt alles auf Englisch. Ich habe das immer auf Englisch gespielt, weil ich cool war. Welcher Pixel ist der Elefant? Es ist noch nichts da. Ist noch nichts da? Der jetzige PC hält es hoffentlich aus. Wir sehen hier vorne, hier sehe ich einen Hinweis. Hier sehe ich ein schwarzes Rhinoceros. Ein Bengaltiger eingepackt und ein... Okay, fantastisch. Und ein Grizzlybären. Und ich nehme mal an, ich weiß jetzt nicht, wo die Beschreibung steht. Ach, Szenario. Ah ja, okay, hier steht's. Wir haben ein kleines Stückchen Land gekauft. Outside the city of Munich. Oh, wir sind in Deutschland sogar. Einen kleinen Zoo wollen wir kreieren. Ein kleiner Haven for Animals. From the zoos around the world when they are no longer wanted. You will be able to adopt any animals in this scenario. Will not be able. Remember this. You will not be able to adopt any animals. They will always be also donated to you from other zoos. The first shipment of animals has arrived and can be found on their shipping crates near the front gate. The animals won't leave these crates until they are placed in valid exhibits. When this first batch of animals are in suitable exhibits, another shipment will arrive. In the meantime, attract guests by purchasing buildings where guests can fulfill their needs and where they can have fun. Remember, if you need extra cash, you can always sell the trees inside the zoo by clicking in the Clear Objects tab. Moving the bulldozer shaped cursor to the tree and then clicking it. To sell multiple items, draw a box with a bulldozer shaped cursor. All the zoo objects inside the box will be deleted when you release the mouse button. The fire is in me. 12 Monate haben wir Zeit. Achieve an average animal happiness rating of 85. Oh je, naja, mal gucken. Guck mal, das letzte haben wir schon geschafft. Zoo Rating of 60. Very good English. Gut. Los geht's. Okay, let's go. Dann würde ich sagen, wir haben hier drei Viecher. Dann machen wir erstmal Structures. Mal gucken, Construction, genau. Brauchen natürlich erstmal ein Fence. Das ist klar. Das ist klar. Ihr Englisch ist one wall free. Ja, man merkt, dass ich schon früh mit Englisch in Kontakt gekommen bin, ne? Englisch sprechen musste. Also kein Unterschied. So, wo bauen wir denn mal? Was nehmen wir denn? Wir haben 50.000 Geld. Da können wir uns ja ein bisschen was leisten hier. Dann nehmen wir mal so ein Concrete Fence. Oder irgendwas Hohes, nicht, dass sie da sofort rauskommen. Oder macht das überhaupt einen Unterschied? Da muss man noch so... Ah ja, guck mal, das passt auch schön. Das machen wir erstmal so. So, machen erstmal den Weg hier, den pflastern wir zu, dass die Leute nicht sofort schon von außen, wenn sie vor dem Zoo stehen, dann dürfen die noch kein Tier sehen. Ne, das wäre Betrug. Die müssen bezahlen. Dann kommt jetzt hier so eine Fensterreihe hin, da können die Leute reingucken, wenn sie erstmal im Zoo drin sind. So. Und zack. So, was soll hier rein? Sagen wir mal Grizzly. Konkreter Zaun. Voilà.
Wir haben keine Waller zur Verfügung. Wir haben jetzt hier nur... Oh, oh, hier ist einer draußen. Ach, der wird sofort ausgepackt. Ein schwarzes Rhinoceros. Was aber grau ist. Das nenne ich Betrug. Gerade ist... Oh, hier kommt schon einer rein. Oh nein. Wir haben doch noch hier noch gar nichts gemacht. Hier kommt einer rein mit seinem Papageien. Oh nein. Okay, ich hätte vielleicht den Zoo erstmal schließen müssen. Jetzt sind hier schon Gäste drin. Jetzt gucken wir erstmal hier das Rhinoceros. Da sehen wir hier unten. Exhibit Suitability ist nicht gegeben. Das heißt, es mag dieses Gras nicht. Da müssen wir erstmal den Boden austauschen. Da brauchen wir hier Savannengras. Das kann man hier sehen, dass es das mag. Da, alles freut sich. Perfekt. Dann möchte es meistens auch noch so ein bisschen Wasser drin haben. Machen wir mal vor, nicht, dass das so ein Gast angreift. Jetzt sagt es nichts mehr. Oh. Wo kann ich denn nur eins zurückmachen? Aha. So, das ist der Einser. Ein albino-schwarzes Nashorn. Das kann aber auch nicht daraus trinken. Also wir haben jetzt erstmal... Jetzt will es noch ein paar mehr Sachen. Wir gucken hier. Das Small Rock kann überall hin. Das finden alle gut. Ja, hier noch ein bisschen. Er hat noch nicht genug. Der mag steinig. Oh, das war zu viel. Okay. Wir haben hier ein männliches Nashorn. Wie nennt man sowas? Jetzt könnt ihr mal eure guten Wortwitze raushauen. Männliches Nashorn. Nasferatu. Bin ich schon mal nicht schlecht. Nehme ich auch direkt. Da war Kaffeerappel einfach mal viel schneller als ihr anderen. Als ihr noch irgendwie euren Kaffee getrunken habt, da hat Kaffeerappel schon gesagt, Nasferatu. Nase cool, ja. Jetzt seid ihr leider zu spät, Küchenhubert. Das nächste Mal so schnell sein wie Kaffeerappel, dann klappt es auch. So, okay, wir brauchen noch Pflanzen. Da sehen wir immer schön hier direkt, zu welchem Biom gehört was. Wir haben hier natürlich so Wüstenzeug, wir haben Gebirge, wir haben Tropen, gemischter Mischwald. Und hier dieses ganze Savannenzeug, das mag er gern, der Nasferatu. Ach, guck mal, das war doch für 2001, war das doch ein Knaller. Oh. Was, die spezielle Pflanze mag er nicht, oder was? Okay, er hasst diesen Baum. Den mag er auch. Aber den einen Baum, damit brauchen wir eben nicht ankommen. Okay, den mag er auch. Aber noch ein bisschen mehr von diesen Gräsern. Ich hoffe, da kann er durchgehen. Oh. What? Can't find any food. Oh. Futter, wie ging das nochmal? Okay. Ah, okay. Der Zookeeper, der hat das immer einfach so da reingestreut. Und dann kann Nasferatu da hingehen und das essen. Okay, sehr gut. Brauchen wir auch noch irgendwas zu trinken oder trinken die das Wasser tatsächlich da raus? Das kann auch sein. Ich glaube sogar, die trinken das da raus. Hunger? Looks really happy. Okay, das sieht ja schon mal gut aus. Jetzt hat er kein Essen. Wir setzen die mal ein bisschen davor. Die brauchen nichts zu trinken. Aha. Jetzt weiß ich nicht, was hier das Problem ist, weil hier liegt eigentlich was zu essen. Mal ein bisschen raus. Ah, das ist doch schon wunderbar. Müssen wir vielleicht auch was für die Gäste haben, frage ich mich. Also Snackmaschine, Drinkmaschine haben sie, aber brauchen sie vielleicht noch irgendwie eine Toilette oder so, wäre ja vielleicht nicht schlecht. Restroom. Mach ich mal hin. Da, jetzt geht er in die Richtung. Guckt euch das an. Guck mal, mitten im Schatten und alles, da wurde an alles gedacht.
Er geht aber leider wieder dran vorbei. Ah, nee, doch nicht. Doch. Was? Er versteht nicht, wo das Essen ist. Das ist jetzt natürlich tragisch. Ah, für solche Objekte wurde einfach keine Kollision eingestellt. Da kann er einfach durchgehen. Aber warum frisst er nichts? Es kann sein, dass er uns verhungert. 20.000 schon ausgegeben. Ach du Scheiße. Das war aber jetzt teuer. Ja stimmt, ich habe gar nicht aufs Geld geguckt. Mara 2022. Oh, ja, dann müssen wir vielleicht, die anderen kriegen ein bisschen schäbigere Gehege jetzt leider. Also wer jetzt als letzter da rauskommt, der hat ein Pech. Der hat Pech. Was haben wir denn hier noch? Okay, ja, vielleicht reichen diese Maschinen hier doch. Ja, so eine Toilette ist auch teuer. Und es war noch niemand auf Toilette. Vielleicht verkaufen wir das doch wieder. Eintrittspreise checken. Neuschwanstein Forest. Ja, 22 Dollar sind ja okay. Der isst nichts! So, jetzt aber. Lilome Cades, herzlichen Glückwunsch zu deinem Besuch hier im Park. Lilome Cades. Lilome. Dass ihr euch nicht einfach nur Klaus nennen könnt. Oh, Sascha will ja auch noch am Start sein. Sascha mit sehr viel Unterstrichen, das gefällt mir natürlich. Sascha 80 ist am Start. Ich habe hier gleich ein Problem, das stirbt doch. Na, wir gucken gleich nochmal. Erstmal das nächste. Erstmal das nächste Gehege. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir mit dem Geld ein bisschen sparen. Hier sind schon mal Bäume. Das wäre doch was für den Grizzly. Da muss ich nicht so viel kaufen. Klesk! Klesk 83 ist auch zu Besuch. So, los geht's. Wie teuer war denn das Stück Zaun? Okay, das wird ein dünnes Gehege, sage ich euch jetzt schon mal. Nur bis hier. Und dann machen wir der Panikschrimp. Oh, das war Sascha. Müssen wir langsam mal hingucken hier. Panikschrimp ist auch zu Gast. Der Zookeeper steckt was? Wer pinkelt da wohin? Was? Was sagt ihr mir? Ich habe doch hier eine Toilette gebaut. Hier pinkelt niemand hin. Ich habe ein großes Problem mit dem Nashorn. Das ist mein Problem. Der will nicht fressen. Der ist... Schlecht gelaunt. So, jetzt aber nochmal. Bär. So. Jetzt holen wir uns hier den Grizzly. Zack. Vielleicht ist das ja auch irgendwie ein Fehler. Kann ich die Tür versetzen? So, er ist schon einigermaßen zufrieden hier mit seinem Gehege. Aber ich glaube, wir können hier auch noch ein bisschen was machen. Tabs schon ein bisschen vorwärts. Boah, richtig steinig. Oh, wie viel Stein? Achso. Jetzt noch ein bisschen Wasser. Das will er bestimmt auch wieder gern. Ich glaube, die können auch schwimmen. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Oh, zu viel. Tja, was ist noch das hier? Ja, das möchte er mehr. Irgendwas fehlt noch.
Pflanzen. Oh, nee, das hasst er. Wie viele Bäume will der denn? Ist ja unnormal. Oh. Okay, der ist zufrieden. Bernd. Hubert. Ja, Hubert. Oh, guckt euch das mal an. 2001 und die können schon schwimmen. Jetzt frage ich mich natürlich. Rakaide ist natürlich auch wieder am Start. Hier sehe ich ihn im roten Shirt. Wo ist denn unser Zookeeper hier? Der muss hier natürlich going to bear. Ich weiß gerade nicht mehr, wie man die Eingänge da versetzt. Kann man da noch mal was machen? Oder sind die, wenn sie da sind? Ach so, ah hier. Ah, okay, das machen wir jetzt mal ein bisschen schlauer. Dass er da direkt rausgehen kann zu dem anderen Gehege. Okay, ich glaube, er hat jetzt hier irgendwo, ich drehe mal. Ah, hier. Fisti. Ach ne, Fisch. Ich könnte. So eine Zeichenbrille. Fisch hatte da liegen, hätte ich auch von hier sehen können, sehe ich jetzt gerade. Ich dachte, das wäre ein Stein. Brauchen die nicht auch Rückzugsorte? Stimmt, das gibt's ja auch noch. Das gibt's hier bei Animal Shelters. Small Wood Shelter haben wir hier. Das gefällt denen, glaube ich, ganz gut. Hier das. Rino kriegt einen ganz großen Shelter. Und bei den Bären, da haben wir schon nicht mehr so viel Platz. So. Hier wird es auch wieder mit dem Essen knapp. Jetzt nicht, dass es ein Bug ist und die mir alle sterben. Bufte. Bufte ist auch am Start. Ne, laggy ist das nicht. Also das, was ihr hier seht, exakt so war das damals. Ich frage mich halt nur, ob hier irgendwas Falsches mit dem Fressen. Oder frisst er gerade? Ist das eine Fressanimation, was der da macht? Weil der frisst auf jeden Fall hier nichts. Sag ich mal ganz ehrlich. Oh je. Okay, dann machen wir schnell, bevor uns hier irgendwas verhungert und wir sofort verloren haben, machen wir schnell mal noch ein Gehege auf. Das kann ja dann. Das kann ja dann mal hier hin. Dass die Leute schön weit laufen müssen, um alles zu sehen. Zack. Das wird jetzt mal ein bisschen übersichtlicher. Ich weiß nicht mehr, was das dritte Tier war. So. Warum habe ich das unterschwellige Gefühl, jetzt Stronghold zu spielen? Ich fand das hier mit den Leuten einfach auch gut gemacht, weil wenn wir uns. Okay, jetzt kann ich es nicht mehr anklicken. Was ist hier los? Doch. Wenn wir uns jetzt hier Rakaide nehmen. Ah, man kann sie nicht mehr nehmen. Auch schade. Man konnte die doch immer noch nehmen. Nee, ach geil, da geht's aufs Klo. Haben sie das ausgestellt? Bonnie. Bonnie ist auch wieder am Start. Man konnte die Gäste auf jeden Fall irgendwie noch nehmen. Also hochheben und woanders hinsetzen. Das haben sie, glaube ich, irgendwie abgestellt. Kann das sein? Seht ihr, der isst nämlich jetzt auch nichts. Und der isst auch nichts. Also solange das jetzt nicht dazu führt, dass die sterben. Looks really happy. Scheint es einfach nur ein Bug zu sein. Dann ist es ja nicht so schlimm. Dann ist es nicht so schlimm. So, nehmen wir uns jetzt hier mal den dritten. Ach, der Bengaltiger. The gate to bear is blocked.
Was? Warum ist es denn jetzt hier vorne? Ey, dieses Spiel trollt mich. Egal, Tiger doesn't like it. So, da gehen wir jetzt erstmal hier ran. Machen die Bäume raus. Die mag er nämlich nicht. Dann kommt jetzt hier das passende Terrain. Das ist nämlich hier Rainforest Floor. Ich mag das ja, wenn man einfach so sehen kann. Hier so ein ganz gescheites Crit. Oh. Ich glaube, der will noch Wasser. So. Tiger. Okay, so. Die wollen natürlich auch wieder hier einen Stein. Wir machen so viel. Das war schon zu viel. Dann muss ich mal ein bisschen. Oh. The animals are adapting well to their new environment. Additional animals have just arrived and can be found near the zoo's front gate. Oh, wir kriegen noch mehr. Mal kurz hier gucken, dass die sich hier wohlfühlen. Oh. Den mag er nicht. Eieiei, das ist aber ein großer Baum. Ne, den hast du auch. Den auch. Das war jetzt auch genug. Und hier noch so eine Kiste. Zack. Und dann stellen wir mal noch hier so einen Maintenance Worker ein. Tour Guide. Ne, der kostet so viel. So. Okay. Du bist noch in Just Chatting? Was? Könnt ihr das einmal umstellen? Eigentlich sollte das nicht so sein. Ach so, ja, stimmt. Wir brauchen diese Worker, damit die den Trash leeren. Ich wünschte, ich könnte meine Wünsche so klar artikulieren wie die Tiere in deinem Zoo. Ja. Also es scheint wirklich irgendeine Art Bug zu sein, dass die nichts. Oh, Momentchen mal! Der hat gefressen. Der hat gefressen, wir haben es nicht gesehen. Na toll. Na toll. Okay. So, wir haben Leopard, wir haben Zebra und ein Saltwater-Krokodile. Okay, aber packen wir die denn mal noch hin? Ich gehe mal wieder hier raus. Zoom mal einmal ganz groß. Ja, das war noch schön. Da hat man noch so alles auf einen Blick gehabt. Och, war das toll. Gibt es bei den Gästen denn irgendwelche speziellen Wünsche? Wir gucken hier nochmal. Ah, mal gucken, was Rakaide hier meint. Hunger 27. Ja, Rakaide, gehst du hier zur Snackmaschine? Wo ist denn Snack? Profit 78, das läuft. Snacks sind auch teurer geworden. Ja, 1,50 kann man für einen Snack schon mal bezahlen, das sage ich euch aber ganz ehrlich. Rakaide, da ist ein Automat! Irgendwo hatte man doch auch eine Übersicht über die ganzen Gäste, oder? Also kommt mir das nur so. Ach nee, nee, das haben sie unten hingepackt. Ach so. So, Sascha. Essen, trinken hat er nichts. Klesk. Essen. Bonnie! Also sie haben alle Probleme mit dem Snackautomat. Vielleicht mögen die auch einfach nicht die Snacks, die es da gibt. Drei Tiere im Zoo, da kann man schon mal teurer machen. Also die scheinen alle nicht so begeistert zu sein von dem Essen. Vielleicht mache ich auch noch einen Essensstand. Wie wäre das? Guck mal, hier mal was Leckeres. Was isst sie denn gerne? Rakaide, sag mal, was du gerne möchtest. Hotdog? Pizza? Das war's. Nee, das ist zu teuer. Oder? Oder stellen wir uns einfach so ein richtiges Restaurant hier hin. Ja, jetzt wird sich gegönnt. Hier kommt ein eiskaltes, richtiges Restaurant hin. Wenn das keinen Profit macht, dann reißen wir wieder alles ab. Ich glaube, da ich will Pizza! Ich will ein Papagei! Guck mal, gibt's hier alles. Hier in einem Restaurant gibt's Hamburger, Hotdog, ein Slice of Pizza nur. Keine ganze Pizza, nur ein Slice. Und Soda. Soda Water.
So, los, Leute. Und das Ganze für $12. So, das ist zu günstig. Wir müssen überleben. Machen wir schon mal eine 15 raus. Guck mal, da gehen sie doch direkt rein. Wo ist denn Rakaide? Den sitzen wir jetzt davor. Oh nein, Rakaide ist gegangen! Nee, da ist er noch. Ich scroll nur immer dran vorbei. Da. Guck mal, der hat schon, seht ihr, seht ihr diesen Blick? Der hat das Restaurant schon im Blick. Sagt sich, oh Junge, today I'm feeling lucky. Da, guckt euch das an. Zielstrebig rein ins Restaurant. Wir kennen doch unseren Rakaide. Er hat die Fährte aufgenommen. Gleich mal erzählen, wie das geschmeckt hat. Ricky will mir hier schon wieder das rausziehen. Kopfhörer. Jetzt abreißen. Wir müssen uns erstmal um die nächsten Tiere kümmern. Was ist mit dem hier? Hat der schon zu essen hier drin, frage ich mich. Da liegt Fleisch. Ah, seht ihr, alles in Ordnung. Über den gesamten Zoo legt sich ein Fritteusengeruch. So. Hier hinterm Klo hätten wir noch Platz. Da kommt das nächste Gehege hin. Mal schön mit dieser Seite nach außen. Das muss alles stimmig sein. So. The Landris, auch hier am Start. Guest 70. Oder Telendris, man weiß ja nicht, wie die Fantasy-Namen so heutzutage ausgesprochen werden. So, das machen wir alles stimmig. Das ist ein kleines Gehege. Das ist ein kleines Gehege für ein kleines Tier. Das sind alles keine so kleinen Tiere. Das Salzwasserkrokodile kann vielleicht da rein. Elefanten rein, ich habe ja keine Wahl. Ich habe doch keine Wahl, Leute. Hier, Bufte guckt sich schon mal das an, wie das so sein wird. Ich glaube, ich setze Salzwasserkrokodile da rein. Ah, es ist riesig groß! Okay, das habe ich unterschätzt. Was meint ihr? Braucht es Freshwater oder Salzwasser? Salzwasserkrokodile. Ich habe eigentlich Lust, nur noch so zu sprechen. Wird euch das nerven? So. Jetzt geht's ab. Das wäre richtig viel Wasser. Ey! Das will gar kein Land. Oh, man kann schon schwimmend da reinsetzen. Okay. Okay, wie viel Stück Land haben wir? Achso, ja, da. Ja, doch. Später. Krokodil? Komm, ein Krokodil. Was habt ihr noch für Namensvorschläge? Brauchen wir hier noch was? Ja, irgendwas will's noch. Ja, da ballern wir auch mal wieder am Felsen rein. Oh, der kann sogar ins Wasser. Das war schon zu viel. Oh, den will's nicht. Ih, den hasst es. Hässlich. Okay, es will gar keine Pflanzen, offenbar. Ach, neben dem Klo. Ah, so, ja, jetzt verstehe ich's. Ihr seid ein bisschen mehr auf Zack als ich. Ja, das macht Sinn. Guck mal, da ist ein richtiger Andrang hier. Aber die mögen das, glaube ich. Muss einmal umbenennen, damit wir wissen, wo was ist. Das hier war Tiger. Ja, das war jetzt nämlich hier Quatsch. Das erste, da ist unser Nashorn reingekommen. Wollt ihr mir hier Tipps geben über Zoo Tycoon, das Spiel, mit dem ich aufgewachsen bin? Jetzt reicht's mir aber.
Ich habe nicht more animals of the same type. Die müssen mir erst geschickt werden. Needs more foliage. There's too much savanna grass. Was will er denn sonst? Das gibt eine Anzeige, Tendo. Was will er denn sonst statt savanna grass? Oh, der ist richtig wild. Ich glaube, der hat was gegessen. Der will doch bestimmt Dirt. Oh, der wollte gar kein Savannengras. More Foliage. Ja, aber was denn hiervon? Ja, das will er ja alles nicht. Er hasst jeden Baum. Ach, sowas. Aha. Das reicht auch schon. More animals of the same type. Ja, da haben wir nichts. Damit muss er leben. Es gibt Wasserpflanzen. Da haben wir jetzt schön ein bisschen Lauch ins Wasser gesteckt. Ja, jetzt gehen wir nochmal hier drauf. Grasterra. Ja, das waren noch einfache Zeiten. Da musste man nicht noch drauf gucken, dass die Pflanzen dann auch auf dem richtigen Terrain stehen. Too much fresh water. Not enough dirt. So, jetzt kann er nichts mehr sagen. Doch wieder. Fresh water, too much. This exhibit is well suited for Tega, würde ich mal sagen. So, gucken wir hier nochmal. Die wird hier alle Dreck haben wollen. Oh, der will's richtig dreckig. Oh, so viel. Does not like the pine tree. Wo ist denn hier ein pine tree? Ach, hier unten. Oh nein! Oh nein, ich hab den ganzen... Hier unten ist ein Pine Tree, hat sich reingeschmuggelt. Das sieht man natürlich, wenn man hier hinklickt. Der Drink Reminder? Ach, jetzt läuft die Werbung! Es gab wohl Werbung. Diejenigen, die jetzt Werbung haben, wie könnt ihr mir da... Achso, der Chat ist ja noch offen. Okay, ich bin nur dumm. Ganz für alle, die gerade Werbung sehen, es passiert nicht allzu viel. Ich guck nur gerade im Larson zu. Bei mir ist keine Werbung. Ach, hört doch auf. Warum habt ihr denn keine Werbung? Das ist doch eine Schummelei. Hier steht, es läuft noch eine Minute Werbung. Werbefrei seit 93. Oh, was stand da gerade? Stopp. Komm ich denn da nochmal hin? Oh nein, hier komme ich denn zu der Benachrichtigung nochmal. Messageless. Guests seem to be very happy with you, Sue. So, Freunde. Wie soll ich denn hier mal 2 Cent verdienen, wenn hier nirgendwo Werbung kommt? Ich mache den nächsten Stream, da gibt es 60 Minuten Werbung. Hubert? With greater elevation. Ja, das gibt's nicht. Ach so. Das hier meint er. Ich dachte, er wollte mehr Platz haben. Das wäre nicht gegangen. Oh, das war zu viel. So. Too much deciduous Flurterrain. Eieiei, was für eine Sprache. Ich glaube, wir müssen den Boden nochmal komplett neu machen. Der ist Quatsch. Den mag er nicht. Erstmal alles
Ja, so, jetzt machen wir hier was Schönes. Coniferous. Jetzt machen wir erstmal die Nummer. Ja, vielleicht machen wir das als Grundstock erstmal. So. Not enough fresh water. Not enough. Oh, zu viel. Das ist manchmal nur so ein Stück. Ein Stück. Not enough fresh water jetzt nochmal. Well suited. Da haben wir es doch. So, ich glaube, so langsam seht ihr es, was ich für eine Expertin bin. Wie wär's mit einer Benjamini? Ich bin ja auch so ein kleiner Fan hier von diesen Salzwasserkrokodile. Das ist auch mal schön, hier so ein Schwimmgehege zu haben. Natürlich schade, dass wir überall nur eins drin haben und nicht irgendwas mal züchten können. Und auch mal hier kleine von irgendwas sehen. Nosferatu hat schon wieder Essensprobleme. Aber bei den anderen geht's. Oder? Was ist denn mit dem Bär? Ne, er scheint ein Bug zu sein. Aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm. So. Guests seem to be very happy with this. Ach du Schande, wir haben ja keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit. Okay. So, jetzt geht's ab. Wir haben hier rumgedrödelt. Hier rumgedrödelt und Zeit verplempert. Wie ihr mich ablenkt mit eurem Quatsch. Ganz gemacht. Leopard. Oh, hier ist ein Zebra drin! Ach so, dann hatte ich zwei davon. Oh nein, jetzt werde ich nervös. Oh nein, jetzt werde ich nervös. Jetzt stehen wir hier unter Zeitdruck. Oh, ich habe kein Geld! Oh nein! Ich habe kein Geld, um dir ein schönes Gehege zu bauen. Oh, jetzt müssen wir hier... Oh je. Jetzt kriegt der Letzte ein ganz schäbiges. Jetzt ist leider nur noch für Schäbigkeit... Das ist doch verboten, was ich hier machen will. Ich habe kein Geld mehr. Nein. Oh. Ach, guck mal an. Ich habe wieder 10.000. Weiter geht's. Woo! Was ist denn hier los? Oh je, das ist auch sehr klein. Was will der denn überhaupt? Hier nochmal Rainforest, ja, ja. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Nee, das ist mir völlig egal. Stein. Nein, zu viel. Schnell, 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 schnell. Gras. Oh, was hat der für ein schäbiges Gehege. Ja, tut mir leid, ich hatte gerade kein Geld. Not big enough. Ja, ich weiß. Crowded. Oh nein. Shelter.
Wants to have some fun. Das ist der Erste, der mal hier was spielen will. Guck mal, vor den Gästen kannst du was spielen. Nee, das will er nicht. Okay, ich habe nichts zum Spielen. Dann müssen wir einmal hier unten gucken. Oh je. Jetzt gerade ich in die Bredouille. Oh, die sind einfach. Too much. Freshwater. Und dann machen wir ein Teilchen in der Mitte. Oh, zu viel. Shelter. More Animals habe ich nicht. So, was sind jetzt hier meine Ziele? Das sieht doch gut aus. Ach, man muss 12 Monate warten, oder was? Man muss 12 Monate spielen. Stehe ich das jetzt hier richtig? Auch wenn man schon alles erfüllt hat. Tendo, sag mir das doch mal. Du kennst dich doch hier aus. Earn a Suitability Rating. 60.000 habe ich ausgegeben. Ja. Was ist denn hier der Animal Happiness? Wir haben jetzt hier noch 2 Zebras zu benennen. Und den Leoparden. Immer noch ein bisschen Geld, theoretisch. Ja, aber nicht so viel. Ja, der kann da, das reicht. Kann da erstmal drin sein. Ich muss warten, bis die Zeit um ist. Ich kann auch nicht spulen, irgendwie schneller spulen oder so, ne? Das haben sie erst bei den... Ja, er ist nicht happy. Vielleicht reicht es aber auch schon, wenn ich einfach einen anderen Zaun mache. Könnt von da hinten an einer Stelle könnt ihr reingucken. So. Ist jetzt besser. Not big enough to crowd it. Oh Mann, das ist auch noch anspruchsvoll. So. Ach ja, ich könnte ja... ich kann ja einfach Bäume verkaufen. Der gute alte Trick. So. Kommen wir jetzt mal ins Geschäft. Not big enough, immer noch nicht. Oh, Junge. So, ich cheat jetzt mehr Geld her. So. Ist das alles teuer? Allein so eine Wand. Guck mal, so kriegt man doch Geld. Zählt mir doch nichts. So, okay. So, jetzt kann er nichts mehr meckern. Jetzt kann er nichts mehr sagen. Too much grass, rainforest. Ey, ich würde sagen, wir speichern mal kurz. Oh, er ist nicht zufrieden, er ist nicht zufrieden. Beklagt sich die ganze Zeit. Wants to have some fun und wir haben nix. So, ja krass. Oh. Das war vielleicht zu viel. Wir machen das so als Einser Schritte. First Ars in diesem Trick, ja. Would like to have the mate, kann ich nichts machen. Ach so, jetzt mal noch ein paar mehr Bäumchen hier rein. Das kann ich machen.
Oh, nee, der ist nix. Der ist auch nix. Den hast du. Okay. Nee. Dann wohl nur mit der Fahne. Okay. Wants to have a toy. Da haben wir ja wirklich nur die zwei. Und das will er nicht. Wir haben hier keinen Spaß. Aha. Das wäre was. Research. Ja, wir haben aber auch kein Geld. Dann ein bisschen. Aha. Ach Mist, das hätte ich vorher anstellen sollen. Na gut. Das ist ein Zoo. Spaß gibt's woanders. Spaß ist verboten. In diesem Zoo. Vielleicht bringt eins der Zebras etwas Spaß. Stimmt, wir haben hier noch keine Namen bei den Zebras. Da haben wir sogar ein Pärchen. Forschen vom Baumstamm am Seil. Swinging Log Toy. Ja, ja, das macht er schon. MGS Gott ist auch hier am Start. Hier sehe ich ihn doch. Ach nee, das ist Delendris. Hier ist er. Ein ganz kleiner. Habe ich direkt erkannt. Zerebral für das Cleverste. Mhm. Wow, guck mal, da wird schon gewowt. Als der Name eingegeben wurde, warum jetzt noch einen weiblichen Namen? Zeblas. Zeblas Paulsine ist ein ganz klassischer Zebraname. Da lasse ich mir nichts sagen. So, jetzt noch Leopard. Habt ihr noch klassische Leopardennamen? Was ist so ein Leopardenname? Und so ein Clouded Leopard. Leonard. Wolfgang. Klaus. Padi. Leo. Also Chat ist heute kreativ hoch 3. Pietro Leopardi. Oh Gott. So. Okay. Guests seem to be very happy. Dann können wir mal die Preise erhöhen. Wer so fröhlich ist, der kann dafür auch mal ordentlich $30 bezahlen. Für so viel Spaß. Guck mal, wie gut es den allen geht. Das ist, glaube ich, das schäbigste Gehege. Wollen die nichts mehr sonst haben? Die wollen nichts. Die sind froh. Leonie, der ist auch nicht gut. Auch nicht schlecht, meine ich. Auch nicht gut, der Vorschlag. 30 Euro, aber kein Baller. So, guck mal hier nochmal. Alter, diese Namen. Das ist ja wirklich das Dümmste. Show Hungry Animals. Ja, das sind diese drei. Das scheint irgendein Bug zu sein, weil das sind die ersten drei, die geliefert wurden. Und bei den anderen funktioniert es ja, glaube ich, ganz gut. Ja, die fressen. Komisch. Solange ich damit gewinne, ist ja auch egal. Solange sie nicht verhungern, ist alles gut. Das sage ich mir auch immer. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Jetzt haben wir ja mal ein bisschen Geld übrig. Jetzt können... Oh. Jetzt können wir ja mal ein bisschen ohne Karussell. Ah ja, ist das alles groß. Ein Giftshop. Hm. Wenn man danach denkt, oh, jetzt... Das war das Beste, was ich je im Leben gesehen habe. Jetzt kann ich es auch gerade beenden. Dann holt man sich hier das Passende.
Zack. So. Oh, da muss ich noch einen. Da muss ich noch einen Weg bauen. So, jetzt haben wir hinten noch so eine kleine Ecke. Da könnte natürlich auch noch was passieren. Nee, stopp. So. Es gab nämlich auch... Oh. Okay, da haben wir noch so einen Grünstreifen. Giftshops immer so toxic. Ja. So, haben wir denn mal hier irgendwas... Oh, eine Bank. Ach ja, guck mal an. Hier gibt es ja noch Tische. Ja, einfach mal hier so eine... Einfach gönnen wir uns mal hier so eine Statue. Und daneben noch eine. Perfekt. Da komm doch schon, da höre ich doch schon. Das erste Geld. 18 Dollar hat jemand dagelassen. Zwei Leute. Oder zwei Sachen gekauft. Gibt es eigentlich eine Bar? Ja, Berge hat schon wieder ein Auge auf die Bar geworfen. Bisher noch nicht. Gibt es denn hier noch irgendwie Exhibit Sign? Zoom Map. Das ist natürlich auch nicht schlecht zu haben. Direkt mal hier vorne hin. Beide Seiten. Ah ja, Swinging Lock Toy ist jetzt available. Da wird sich natürlich hier einer besonders freuen und das ist der. Okay, das will er nicht. Scheiße. Nein, was will er denn für Spielsachen haben? Er will es nicht. Da hat jemand das Tor angepisst. Was? Nee, das. Ihr lügt doch. Aber hier habe ich noch Platz. So, haben wir denn noch hier irgendwas? Aha, ein Giftstand gibt es auch noch. Ice Cream. Oh, das wäre doch mal was. Das packen wir noch hier vorne hin. Da wird schon gekauft. Oh, guckt euch das. Oh, das Geräusch, wenn das Geld in der Kasse klingt. Und das läuft auch richtig. Oh, guckt euch das mal an, wie viel Profit der macht. Die machen alle Profit. Ja, dieses Geräusch ist, wenn er ein Eis verkauft. Oh, guckt euch das mal an, irgendwer. Irgendwer hat das Flugzeug gebucht. Microsoft hat sich wieder im Stream eingekauft. Raus hier! Es gab den Kletterbaum, ja, aber der steht hier noch nicht zur Verfügung irgendwie. Kann ich noch nicht erforschen. Ich hoffe, die zahlen gut, ja. Es sieht aber alles ganz gut aus bisher. Also das scheint zu laufen. Und jetzt müssen wir noch bei den 12 Monaten warten. Haben die schon ein Kind? Die haben schon ein Kind gekriegt und keiner von euch sagt's mir! Zeblas, Paulsine und Cerebral haben ein Kind gekriegt. Hier, wir brauchen einen neuen Zebranamen für ein Zebramädchen. Ich hab was gesagt, ach so. Das habe ich damals gesuchtet wie verrückt, MGS Gott. Günther. Nennt mir mal einen vernünftigen Zebra-Namen, das gibt's doch nicht. Zebra Junior? Doch, ich habe dreimal was gesagt, das glaube ich dir nicht, Saurus. Zebrini? Streifi? Ziblette. Ziblette. Ziblette klingt wie eine Beleidigung. Die kleine Ziblette. Habe ich doch sofort gesehen, dass das kleiner ist als die anderen. Wo stand denn, dass dein Kind kommt? Ach so, has given birth. Oh, das wurde aber kurz eingeblendet, du. Kann ich das hier umstellen, dass es länger eingeblendet wird?
Ups. Ist das Tooltips? Nee, ne? Es ist ja eigentlich nur das. Na, mal gucken. Löwenfutter? Jetzt sagt sowas nicht. Macht der Ziplette keine Angst. Ich verstehe nicht so ganz, warum man, wenn die Gäste zufrieden sind, das ständig einblenden muss. Aber wir machen schon so langsam. Wir haben schon ein bisschen was auf der hohen Kante. Da können wir jetzt ja mal nochmal hier... Was haben wir denn noch? Ah. Pizza, es gibt's alles im Restaurant. Giftshop haben wir. Oh, macht der denn schon Umsatz? Ja, der macht Umsatz. Primatenhaus. Wir haben jetzt hier keinen Platz mehr, wie die Leute hinkommen zu diesen ganzen Sachen. Das ist das Problem. Da haben wir uns ein bisschen zugebaut. Doch, hier kann was hin. Dann ist hier hinten... Hier hinten ist der große Spaß. Ja, mal so. So, da kann man mit Elefanten reiten. Zack. Guckt euch das doch mal an. Ihr solltet nicht erlauben. So, will da schon mal jemand rein? Was ist das? Die kotzt einfach dahin. Sie hassen mein Elefantenreit. Oh nein! Sie hat's gesehen und gekotzt. Warum war der denn so schlecht? So, jetzt aber. So, jetzt aber. Da reiben sie schon im Kreis. Nämlich, wenn die anderen Elefanten ein großes Gehege haben, ist der da drin im Elefantenreit. Immer im Kreis. Alter, warum ist denn immer schlecht? Was soll denn das? Too crowded, da ist einer drin. Smells bad. Was riecht denn hier schlecht? Ja, vielleicht machen wir noch mal eine Bank. Was ist denn hier ein Problem? Ich habe jetzt einen Fall schon gebaut. It's bad in here. Fuck. Was? Soll denn die Bad smellen? Vielleicht machen wir da noch einfach mal noch was Schönes für die Besucher. Irgendwo noch so ein Springbrunnen mit einem Elefant. So, da wird niemand mehr kotzen. Ich liebe das Doing-Geräusch, ja. Vielleicht das Fleisch beim Krokodil? Ja. Tomohan, hier habe ich ihn gerade gesehen. Tomohan ist nämlich auch hier. Im Zoo. Herzlich willkommen. Wir gucken mal, ob noch welche, wie lange die überhaupt hier sind. MGS-Gott ist noch da. Wie kann ich denn mal hier sortieren? Ich kann nicht nach Name sortieren, ne? Das ist ein bisschen blöd. Bei einer gewissen Anzahl auch langsam ein bisschen anstrengend dann. Bufte ist schon ziemlich lange hier. Ist hungrig, geht aber gerade auf das Restaurant zu. Könnte das nächste Ziel sein. Tiger looks really happy. Ich glaube, der Einzige, den wir kennen, ist Bufte. Die anderen sind schon alle nach Hause. Und Gast Nummer 8. Findet einfach nicht mehr raus. Hat sich noch ein Ice Cream geholt. I enjoy sitting at the picnic table. Guck mal, das ist eine kleine Person, die hat auch an den einfachen Freuden des Lebens Freude. Einfach mal an einem Tisch sitzen, die Hinterwand von einem Eisgebäude gucken und ein Eis essen. Das ist mein MVP-Guest. Great, I can throw my trash in the trash can. Guck mal, also so mächtig, dass Gäste sind. Wirklich, das ist doch schön, dass es hier eine Trash can gibt. Wow, ich kann meinen Müll wegwerfen.
Ich kann auf diese Karte schauen. Wow, ich kann über einen Weg gehen. So möchte ich gerne, dass Leute in meinen Zoo gehen. Wirklich nichts erwarten. Man erwartet eine Grasfläche, wo sonst nichts ist. Und dann freut man sich über alles, was dann auch noch da ist. Genauso einen Mülleimer will ich zu Hause haben. Wow! Das sind Gäste, die ich gerne mag. Und ich glaube, hier war das auch so bei Zootycoon 1. Wenn die erwachsen werden, dann werden die auch so mit einem Schlag plötzlich groß. Also die wachsen nicht so langsam, sondern da macht es einmal plupp. Und dann sind die erwachsen. Wow, ich kann hier überleben. Also irgendwie ist die Trashcan da auch wieder voll. Dann brauche ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr hier von den Angestellten. Hier, stehst direkt davor. Ich zahle dir $300 im Monat. Going to fix the fence. Ist doch alles in Ordnung. Ja, sie sagt, sie ist going to irgendwas, aber sie macht nichts. Ja, der Kollege ist unterwegs. Ach doch, jetzt. $300 bezahle ich hier einen Luxuslohn. Und dann steht sie nur rum. Ah ja, jetzt wird's gemacht. Lion Climbing Rock, das wäre ja vielleicht nur was für ihn hier oben. Nein, er hasst es. Increase the nutritional value. Eieieiei. Na, vielleicht dann will Nosferatu dann doch mal was essen. Manchmal macht das aber. Manchmal macht das. Leopard ist kein Löwe. Das stimmt. Aber hat vielleicht trotzdem Spaß gehabt an einem Katzenkletterstein. Aber nein, hier wird streng unterteilt nach Biom. Was für Löwen gut ist, kann für Leopard nichts sein. Ich hab da was fliegen sehen. War das eine Hexe? Was? Ich habe hier keine Hexen im Zoo. Meinst du die Eule hier? Leber hat gelehrt, dass Eulen Hexen sind. Ich finde es auch immer schön, man hat hier bei Zootycoon immer das Gefühl, dass man auch wirklich in so einem Zoo ist. Du hast die passenden Geräusche, immer piept irgendwo was, Leute kotzen, turmeln. Was hat der denn? Warum steht der denn so komisch? Da flog wirklich was rum? Eine Hexe? Ihr trollt mich doch. Warum soll denn hier plötzlich eine Hexe fliegen? Ah, macht das das irgendwie zu Halloween oder so? Wann ist denn nochmal Halloween? Ich verwechsel das immer. Ist das Ende Oktober oder Ende November? Mhm. 31.10. Ja, dann hätte das ja passen können. Dann ist vielleicht am 31.10. die Hexe geflogen. So. Sieht ja gut aus. Okay, dann. Ich hatte irgendwie in der Erinnerung, dass man hier noch spulen konnte. Aber doch nicht. Clown mit Luftballons gibt's auch. Wann kommt der denn? Mal die Donnerechse zurechtweisen. Ja, das lohnt sich auch. Ich glaube, ich mache nur Gewinn. Habe ich irgendwo hier eine Übersicht über alle? Oh. Okay, diesen Monat habe ich noch keinen Plus gemacht. Recycling Benefit. Was zieht denn hier so viel ab? Oh, die Löhne. Keep.
Zoo-Rating over time. Okay, da sind wir auch auf einer stabilen 80. Noch keine Awards gewonnen. Wie kriegen wir denn Awards? Zoo-Donations. Oh, meine Güte. Kann man irgendwo sehen, wer hier 10.000 Dollar donated hat? Zoo Attendance. Ach, wie schön, dass man auch schon 2001 dann solche Sachen hatte. Manche Leute sind monatelang dabei, ja. Runter mit den Löhnen! Kann man das kürzen? Kann ich Löhne kürzen? Nee, ne? Nee, das ist 300 Dollar. 300 Dollar müssen sie schon haben. Vielleicht baue ich denen ein eigenes Gehege. Nee, die müssen keinen 300 Dollar haben. Guckt euch das mal an, die sind schon wieder voll. Going to the trash can or running to the trash can? Das ist ein großer Unterschied. Dafür würde ich 400 bezahlen. Vielleicht muss ich auch einfach mal noch eine Trash can hinstellen. Schon ärgerlich, überall Trashcans hinzustellen. 300 Dollar, kann man das kürzen? Mach es, Amerikaner. 300 Dollar sind eine ganze Menge, du. In Amerika und im Seerland. Kannst du damit eine ganze Wohnung bestellen. Ja, sieht gut aus. Schon nicht so einfach, so ein Manager zu sein, ja? Dürfen täglich mit Tieren arbeiten. Das ist ein Traum. Naja, die Trashcans leeren, die arbeiten eher täglich mit Müll. Nicht so viel mit den Tieren. Aber sie dürfen beim Entleeren des Mülls sich die Tiere angucken, umsonst. Das ist einberechnet. Eigentlich ist der Zoo ziemlich cool. Dafür kann man auch 35 bezahlen. Okay, ich habe wieder was erforscht. Insektenhaus. Ein Monat übrig. Ich könnte noch mal noch eine Lampe hier hinstellen. Vielleicht gefällt es den Leuten. Kann sein, dass zum Nashorn keiner geht. Die sind Going to Tiger, die sind sehr beschäftigt. Aber ich kann noch mal einen extra Typ mir abstellen. Kann ich den irgendwie zuweisen? Oh, Eddie hat es auch dabei. Hier ist ein kleiner Gast. Eddie hat natürlich mitten im Zoo. Man konnte den doch irgendwie... Click to add... Ah ja. Ah ja, guck mal. Der Zookeeper ist speziell für Nosferatu zuständig. Was ist denn das immer für ein Spieluhr-Sound? Das ist der Eisstand. Wird auch nicht leiser, wenn man rauszoomt. Es bleibt alles auf derselben Lautstärke. Wenn man ganz woanders guckt. Man hört's immer, ne? Okay, so. Oh, Ziblette ist, glaube ich, erwachsen. Er slept recently. So steht es auch bei mir. Recently. Okay, sieht gut aus. Frelle, auch wieder am Start. Hier, in Rot. Beim Krokodil. Uiuiui, das Krokodil ist das Beste. Man kommt gerade vom Klo und guckt sich direkt mal das Krokodil an, wie es da seinen Hüftsprung macht. Und dann dieses arme Elefantentier, was hier immer im Kreis gehen muss. Der wurde so gebaut, dass er überall den gleichen Sound hört. Hallo, Gaius.
Wir haben es bald geschafft. Ich guck mal. Natürlich sehr, sehr unangenehm ist es, wenn dann irgendwie in den letzten zwei Tagen dann noch irgendwas, irgendein Tier ganz unglücklich wird. Dann hat man ein Problem. Aber es sieht alles gut aus. 14. Dezember, zwei Wochen noch. Merch-Idee, Ziblettenkäse. Spieluhr-Sound bitte ersetzen durch das gibt eine Anzeige. Hier ist einiges los und das ist ja noch ein kleiner Zoo. Guck mal, wenn wir hier von oben gucken. Hier ist ja gar nicht so viel los. Wir haben hier unten Nasferatu, das Nashorn. Dann haben wir hier Hubert, Grizzly, Pietro, Leopardi, Tiger, das Krokodil, weil es hier neben dem Klo ist. Und die Zebras, Cerebral, Ziblette und Zeblas, Pausine. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich Zoospiele spiele, endet es immer so, dass die Tiere unglaublich beschissene Namen haben. Er ist krank! Braindead Ghoul! Hier! Da habe ich gesehen, Braindead Ghoul ist auch hier unterwegs. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Ich habe gar keinen Arzt oder so. Healing. Ach nee, die machen noch Healing. Und heile doch mal. Healing Animal. Ex-Hex? Was war das denn? Und wenn... Und wenn es nichts bringt... Dr. Schmidt, schießen Sie! Schießen Sie! Okay, der hat einen Zauberstab geschwungen, das hat wohl was gebracht. Magic. Das hier war ja mal ein heißer Sound. Uiuiui. So, Research. Zookeeper Training. Animals will become happier when a zookeeper enters the exhibit. Das ist ja mega gut. Ich hätte das am Anfang mal anstellen sollen mit der Research. 25. Dezember. Oha. Gleich haben wir es geschafft. Es ist erstaunlich, wie viel Spaß das doch noch macht, hier so ein altes Spiel zu spielen. Weil es halt alles noch so einfach ist. Und doch so komplex für 10-jährige Kinder. Finde ich. Man muss ja gucken, dass alles hier stimmt mit dem Eisstand. Preise anpassen. Ah! Da haben sie sich gedacht, da bauen wir was ein. Wie eben erzählt hat, da ist eine Hexe geflogen. Einfach nicht geglaubt hat. Ich hab gedacht, ihr seid komplett bescheuert. Oh, nee. Überall ein Weihnachtsmann. Wirklich in jedem Spiel, was ich spiele. Irgendwas mit Weihnachten. Elektrohirsch. Dann bei Elden Ring so komische Weihnachtstyp. Da habe ich jetzt mal gewonnen. In einem Tag habe ich gewonnen. Los geht's. Congratulations! Auch so ein bisschen, da könnte man noch ein Victory Sound kommen, so war es hier. Congratulations, you have won! Select yes to continue playing this game. Select no to return to the scenario. Achso, ich lese es ja vollkommen falsch. Select no to return to the scenario selection stream. Scenario selection screen will allow you to play the next scenario. Forest Zoo, guck mal. Den haben wir geschafft. Aber diese Grafiken sind ja ein Traum. Okay, was haben wir hier als nächstes? Oh, jetzt wird es schon hier, Intermediate. Was, kann ich gar nicht machen? Oh, man muss alles davor machen, das gibt's doch nicht. Na gut, aber das sind kürzere Sachen. Dann gehen wir jetzt nach Seaside.
The Planning Board of Seaside will. A small community in Florida. Florida sind wir jetzt. Hired you to oversee this construction of this project. The goals are modest. Gut. Okay. Ich dachte schon gerade, was ist denn hier los? Okay. 5 Exhibits. Happiness 80. Okay. 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 Wir haben ganz viele Tiere. Naja, oder auch nicht. Man kann nur einmal scrollen. Dann, was bauen wir denn mal? Ich mach mal erstmal auf Stopp. Wir haben nur 6 Monate Zeit. Welcome to Miami. Es gibt keine Wallabergi. Es gibt einen gigantischen Anteter, einen Jaguar, Dromedarikamel, einen Gemsbock, eine Mose, einen American Bison, einen African Warthog, einen Leopard. Da nur beim Leopard haben sie es richtig geschrieben. Die anderen sind Quatschnamen. Zebra ist auch richtig. Ein Barbon, ein Hippopotamus, ein Oststrich, ein O-Strich. Das war's. Kunstlose Brotmoose. Der Gemsbock. Wir haben hier natürlich sehr viel aus der Savanne. O-Strich ist natürlich sehr nah dran an U-Strich. Und ich muss sagen, dass gefällt mir. Die haben sich schon einen Platz ergattert in meinem Herzen. So. Los geht's. So, also die kriegen ein richtig großes Gehege. Direkt ein paar. Hä, die Männchen sind doch schwarz eigentlich. Ey, das ist ja eine Ver... Die sehen nicht gleich aus in echt. Na gut. Dirt. Mach's mal wieder so. So, und jetzt gehen wir nochmal ins Dirt. Zu viel. Shelters. Ah, jetzt mal direkt hier die Forschung anstellen. Das machen wir jetzt direkt mal. Shelter. Da bauen wir mal. Ah, hier so ein Ding. So. Und das Freshwater natürlich mal wieder. Okay, sagen sie nichts zu? Too much brown stone, Tira. Oh, da hinten. Wow, da reichen schon 2 O-Striche. Dass die so abgehen, die Besucher. Immer noch. Irgendwo ist hier ein Stein. Aha. Perfekt. 6.000 sind schon weg. Ja, wir haben, aber hier haben wir jetzt mal viel. Hier können wir uns jetzt mal was gönnen. Sollen wir mal Ziele angucken? 5 Gehege. Oh. 5 Gehege. Ja, da müssen wir... können wir da vielleicht... Nee, 5 Gehege. Da können wir auch gar nicht mehrere Tierarten in eins packen, weil das ist ja dann egal. Okay, dann bauen wir jetzt erstmal 5 Gehege. Das ist aber viel. Die Bank weg. Jetzt mal richtige Gehegewand. So.
So. Dann machen wir zwei draus. Ja, vielleicht auch. Ne, dann sehen die Leute nichts. Ja, das ist schlecht. Können wir hier so einen kleinen Savannenbereich machen? Und dann kommen wir da noch zurecht mit. Hier so zwei. Shelter. Erstmal Shelter. So, Freshwater. Sand und Dirt. Nee, gar kein Savannagras. Hab ich das jetzt umsonst gekauft, oder was? Doch, ein bisschen. Wollte ich mich verarschen. More rocks. So, perfekt. Perfekto. Perfekto. Sutekun, langes her, geiles Spiel. Ja, ja. Das ist mein Spiel, wie ich ins Internet gefunden habe. So, und hier machen wir jetzt auch mal was Schönes. So. Freshwater, ja, das ist mir klar. Die wollen natürlich ordentlich schwimmen im Freshwater. Oha. Oh. Da muss ich mal die Tür umsetzen, glaube ich. Rinkos Art, ja. Rinkos Art habe ich sofort gesehen. In lila. Can't fight any food. Achso, ich brauche natürlich hier so einen Typen. Die haben auch schon wieder ein Kind. Ich sehe es einfach nicht. Dirt. Noch mehr Wasser. Well suited. Okay, so, jetzt haben wir schon mal drei Gehege. Jetzt fehlen uns ja nur noch zwei. Okay, so. Was haben wir denn noch nicht gesehen? Lowland Gorilla. Oder noch so zwei. Ja, das wird ein richtig heißer Zoo. Jetzt kommt noch ein bisschen Wüste. Wüste haben wir auch noch nicht gesehen. So. Hätte ich auch da bauen können, wo schon Wüste ist. So spart man natürlich Geld, aber so bin ich nicht. Sand hier rein. So. Okay, dann der Gemsbock.
Gut, das ist ein kleines Gehege. Die könnten sich beschweren. Dirt. Zu Recht könnten die sich beschweren, machen sie aber nicht. Also ein Kamel ist leicht zu halten. Oh. Freshwater. Dirt machen wir auch hier vorne hin. Und Savannengras wollte ich noch. Not enough sand. Too much dirt. Manchmal ist es nur so, not enough sand. Nur so eins, was man wegmachen muss. More animals of the same type. Noch ein Gemsbock. Das ist das beste Geräusch. Not enough shelters. So, jetzt geht's aber. Not big enough. Well suited. Okay. Dann müssen wir hier noch ein bisschen nach rechts ausweichen. Hä? Warum denn unglücklich? Ich wollte doch mehr Platz. Too much sand, not enough dirt. Okay, dann geht das wieder los. Well suited. Perfekt. So. Würde ich sagen, Earn. Oh, oh je. Ja. 77, warum ist der so wenig? Oh, hier, das ist schlecht. Hä? Aber warum denn? Oh nein, warum denn? Warum ist das denn schlecht geeignet? Oh nein, ich verliere wegen den blöden Hippos. At least 60. Die Hippos kommen weg. Hab ich gerade entschlossen. Entschlossen hier, dass die Hippos wegkommen. Stattdessen machen wir hier so ein paar gigantische Anteater. So, den gigantischen Anteater, der wird wahrscheinlich leichter zufriedenzustellen sein. Zack. Ach, der Pfleger. Ach so. Large Poo. Kommt er nicht hin? Meinst du, deswegen ist er nicht zufrieden? Müssen wir mal das Gehege ein bisschen umstrukturieren. Natürlich sein. Okay. Nee, ich bin hier falsch. Ich bin verwirrt. Wie war es denn richtig? Hilfe! Ach so? Nee. So war's. So, jetzt nochmal. Stellen wir noch jemand ein und dann geht's ab. Los geht's. So, jetzt kann das nämlich machen.
Aha, so, so eine 55. Kampfnudel. Kampfnudel habe ich hier gesehen, hier. Gerade vom Gehege. Ach, guckt euch das mal an. Seht ihr, das war das Problem. Hab ich doch direkt gewusst. Die haben schon wieder Nachwuchs bekommen. Ich krieg das wirklich überhaupt nicht mit. Das kann nicht sein. Die auch! Wir haben ein kleines Dromedari-Kamel. Das kann nicht sein. Ihr seht das aber. Wird das bei euch angezeigt? Ich sehe das überhaupt nicht. Okay. Ich glaube, wir haben alles erfüllt. Ja, das sieht alles gut aus. Okay. Dann brauchen wir noch Namen für die O-Striche. Habt ihr typische Straußennamen? Dörte? Gustl? Engelbert? Wer kommt denn da drauf? Andi Strauß. So, das jetzt. Das ist jetzt was, was ich hier eingebe. Andi Strauß. Dann haben wir hier noch einen. Engelbert wegen der Marke. Ach so. Ach Gott, das, hey, da muss man. Euch muss man erstmal checken. Wo ist denn hier noch? Ich suche den Vater von denen. Wo ist denn der Vater hin? Ist er hier drin? Hä? Engelbert? Strosine? Kurz Zigaretten holen? Blumenstrauß. Das kann hier so ein kleiner sein. Eins von den kleinen. Aber doch nicht. Blume. Und dann haben wir hier noch ein kleines O-Strich-Mädchen. Brauche noch einen weiblichen Namen. O-Strich. Rosaline? U-Strich? Franziska Josephine? Aufstrich? Ich glaube, wir brauchen mindestens einen, der U-Strich heißt. Okay, dann haben wir jetzt hier Warzenschweine. Ein Warzenschweinpaar. Essstrich. Auch nicht schlecht. Pumba, natürlich Klassiker. Rainer? Pumba haben wir jetzt schon. Brauchen wir noch Pumbas Frau. Pumbe. Pumba und Pumbe. Und jetzt haben wir hier die Hippopotamus-Nilpferde. Zehnjähriges Ich sagt Wazi. Aber wirklich? Big Poo und Little Poo. Ja, das nehmen wir. Ja, 3 Monate. Das stoppt direkt alles. So. Da waren wir schon. Dann haben wir noch die Gemsböcke. Das beste Geräusch.
Und die Kamele. Dromedar. Dromedari Kamel. Gemsknödel. Rebocca. Rebocca, finde ich gut. Fürchterlich. Karamell und Chamäleon. Oh, Karamell finde ich einen süßen Namen für den Kleinen hier. Gamescom. Oh Mann. Also die... Oh, hier ist ja schon wieder ein kleines... Du weißt auch gar nicht, wer die Eltern sind oder irgendwas. Also das ist ein bisschen schwierig zu sehen. Rebocca. Rebocca. Games 2. Was haben wir jetzt hier noch? Wir haben hier noch den kleinen. Oh, hier ist es nervig. Wir haben noch einen kleinen Gamesbock zu benennen. Tribock. Da haben wir es doch. So, jetzt sind wir hier bei den Dromedaren. Da haben wir schon Karamell. Jetzt haben wir noch die Eltern. Giga Games ist auch nicht schlecht. Kamil, Dominik, oh ja. Dominik und Kamel Nebel, ja. Oh Gott. Ey, wenn die Leute draußen fragen, wo die Tiere ihren Namen her haben, dann bin ich in der Bredouille, sage ich ganz ehrlich. Wie soll ich denn hier Kampfnudel erklären? Pumba looks really happy. Na gut, das kann man noch erklären, wo Pumba herkommt. I've seen everything, I'm leaving now. Oh nein, Kampfnudel, bleib hier. Alle anderen von euch sind auch schon weg. Oder? Nee, stopp. Rinkos Art ist auch noch da. I need to go to use the restroom. Das ist das Einzige, was er denkt. Ich muss aufs Klo. Ich muss aufs Klo. Ich muss wirklich mal aufs Klo. Hier ist doch eins. Rinkos Art. Klassischer Rinkos Art. Ich müsste mal wirklich dringend aufs Klo. Ja, vielleicht können wir hier hinten noch mal so eine kleine Station machen. Kann man doch bestimmt auch im Restaurant, oder? Im Restaurant auf Toilette gehen. Mal drehen. So. Zack. Ich weiß gar nicht, ob man hier auf Toilette gehen kann. Machen wir nochmal so ein einzelnes Toilettenhäuschen hier hinten. Hier. So. Zack. Jeder, der mal in der Situation war, weiß, dass man nichts anderes bedenken kann. Guests seem very happy. Sehr gut. Okay, das läuft alles. Ah, stopp! Ach, du Schande, stopp. Games so. Was ist denn hier wieder mal nicht in Ordnung? Oh, was sind die wieder? Also wenn gerade in dem Moment, wo das Szenario endet, hier Mist passiert im wahrsten Sinne, dann habe ich ein Problem. Deswegen überlege ich gerade, ob ich doch noch die Hippos rausnehme und dann doch mal lieber auf die großen Entler hier gehe. Kleine Schnüffelbären. Die schnüffeln auch einfach nur, die haben kein eigenes Geräusch. Was abdört.
Oh, zu viel. Too much dirt. So, hier ist noch ein bisschen was von. Oh, oh nee, das will er gar nicht. Ganz schlecht. Hä, hey, aber was will er denn? What? Ah, das will er. Ich will nur große Bäume. Nee. Das war zu viel. Zack. Perfekt geeignet. Vielleicht noch ein Steinchen. Nee. Achso, ich muss sie nicht wegnehmen. Ich brauche mindestens 5 Gehege, die auf 60 sind. Ja, stimmt. Dann können die auch weniger sein, wenn ich 6 Gehege habe. Okay, dann brauchen wir jetzt noch Namen für 2 Ameisenbären. An Dieter? Achso, da brauche ich den anderen. Wow. B-Meisenbär, C-Meisenbär, okay. Bärbel. Elisa, ja, stimmt. Das wird wahrscheinlich auch so ein Klassiker sein. So, okay. Sieht gut aus. Okay, wir sind im Mai, dann haben wir es sehr bald geschafft. Was ist denn hier los? Achso, hier ist es. Bumba. Endboss. Hier kommen auch mal ordentlich viele Besucher. Insektenhaus. Oh, oh. Irgendwas können wir noch bauen. Hey, sind die Sachen groß. Kompost. Animal Theater. Oh, das hat man noch nie. Tretet ein! Ist ja auch Florida. So, jetzt hat hier jemand schon Interesse. Come on! Sehr gut. Oh! Ja, ist ja... Könnte man als Tierquälerei bezeichnen, was der Bär da machen muss, aber es bringt Geld. $6 pro Besucher im Animal Theater. Machen das alle freiwillig, kriegen auch ein Gehalt. So traurige Tanzbären, ja wirklich. Furchtbar. So. Was ist denn hier los? Muss man noch mal jemanden extra abstellen. Ach, das geht nicht. Na gut. Boing. Der kleine Triebock, das ist aber auch ein süßer Name, oder? Also manche haben so echte Namen. Karamell finde ich auch süß. Dominik. Warum die ganze Zeit keinen Nachwuchs kriegen, ist mir eine crowded. Ach so, der fühlt sich nicht wohl. Na gut.
Das ist ein richtiger Ohrwurm. Hier geht aber auch nichts mehr ab irgendwie bei denen. Da haben wir schon lange keinen Nachwuchs mehr bekommen. Das wurde doch nicht eingeblendet, oder? Oder nur so ganz kurz? Ich glaube, ich müsste die Zeitspanne von so Einblendungen, wenn was zur Welt kommt, mal ein bisschen höher stellen. Oder dass vielleicht auch mal ein Geräusch käme. So, wenn der Monat vorbei ist, in 4 Tagen, müssten wir es ja eigentlich geschafft haben. Elise! Oh, guck mal, das ging schnell. Guck mal hier, schnell! Haut mal schnell noch einen Namen raus für ein kleines Ameisenbärmädchen. Nancy, was? Bärbel? Elise heißt schon die Mutter. Die kleine Bärbel. Kleine Bärbel Gomez. So. Okay, ein Tag noch. Dann haben wir es geschafft. Ah, der Juni auch noch. Na gut. Dann kommt hier noch ein Haus hin. Was haben wir denn hier noch? Das Insektenhaus, riesig groß. Aber das passt vielleicht hier exakt hin. So, hinten müssen wir noch einen Weg hin machen. Der reinkommt. Okay, tretet ein in unser wunderschönes Insektenhaus. Bärbel ist sofort schon krank. Hilfe! Wir kriegen den eigenen Zookeeper. Hier können wir jetzt mal das Ganze erhöhen. Ein bisschen schneller hier die Nummer. Hilfst du wohl mal der Bärbel? Ist ja unglaublich. Monitoring Zoo, hier ist jemand krank. Is very sick. Man sieht's auch komplett nicht. Dem Ricky jetzt die ganze Zeit versucht hat, mir die Kopfhörer rauszuziehen, nimmt er sich jetzt Essen aus der Küche, trägt es hier hin und isst es ganz laut. Ach, das ist so ein Einzelkind. Ich will nicht, dass mit den Geistern geredet wird. Ah, jetzt sind welche drin. Man sieht es an den fliegenden Schmetterlingen oder Vögeln. Ne, im Insektenhaus werden Schmetterlinge sein. Richtige Diva. Er will halt beide sein. Ja, bei mir ist er ja die ganze Zeit. Er will nur, auch wenn ich jetzt hier sitzen würde und nicht reden würde und einfach für mich hier alleine Zootycoon spielen würde, dann hätte er auch kein Problem. Aber er merkt, dass ich mit den Geistern rede. Mit Geister seid ihr gemeint. Und das ist dann verboten. Eieiei, was ist denn hier los? Kein Wunder, dass sie nicht zufrieden sind. Mach doch mal hier sauber, Junge. Oh, das sind aber jetzt. Vielleicht sind es zu viele hier drin. It's too much poo. Ja, die sind. Wir müssen das verkaufen. Wir müssen den kleinen Karamell verkaufen. $450, weg ist er. So.
Okay, dann würde ich gerade nochmal in die Statistiken gucken wollen. Aber dann solche nutzlosen Sachen, die werden einem eingeblendet, dass man sie wegklicken muss. Wir haben einmal plus gemacht. Okay. Das sieht alles gut aus. Der Monat läuft langsam ab. Der 18. Juni haben wir schon. Lieber halt dich für verrückt, weil du immer mit dem Bildschirm redest. Ja, das kann auch sein. Dass es einfach eine Intervention ist, was er hier die ganze Zeit versucht. Aber mag es auch nicht, wenn ich telefoniere. Das will er dann auch nicht. So, kurz nochmal ein ernstes Wort an die Donnerechse gerichtet. Da muss ich mich kurz muten, nicht, dass ihr das hört und es dann auch benutzt. Bild von der Webcam kommt mir ein bisschen rötlich vor. Kann das sein? Ist das bei euch auch so? Das ist nur auf dem Bildschirm. Schon häufiger gefragt, was Haustiere denken, wenn man die ganze Zeit still, ja, wenn man so still auf dem Bildschirm starrt. Das muss für die ja wirklich so sein. Jetzt würdest du einfach nur vollkommen bescheuert gegen die Wand gucken. Aber das hat er auch schon gemacht. Also er hat mich ja auch schon geprankt und einfach immer nur so gegen eine Stelle an der Wand geguckt, dass es mich outgecreept hat wie sonst was. Ach, guck mal, Pumba liegt ein bisschen auf der Seite. Die hatten auch schon schöne Animationen, auch wenn es so pixelig ist. Kann ich aber nicht erklären, warum das Bild jetzt so rötlich ist. Ich habe eigentlich die Lichtfarbe ist nicht so. Naja. Ach, was soll's. Congratulations! You have won! Das war der Zoo. Haben wir mal wieder geschafft. Zack. Okay. Schade, ich dachte, wenn man den Forest Zoo gemacht hat, könnte man das nächste das hier machen, aber offenbar muss man davor alles gemacht haben, um überhaupt weiterzukommen. Das heißt, wir machen jetzt mal noch den Small Zoo. Predatorm, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sub in diesem erfolgreichen Zoo Tycoon 1 Stream. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das Spiel von 2001, als wir alle noch mit 10 Jahren das erste Mal am Computer saßen. Das erste Mal durfte Mama spielen. Ich mache jetzt mal noch den Small Zoo. Das mache ich mal noch. Wie gesagt, Zoo Tycoon 2 würde ich auch gerne mal noch ausprobieren demnächst. Aber da ist es noch nicht so ganz. Also das buggt noch ziemlich. Muss ich mal gucken, ob das funktioniert. So, Play. Ach, wunderbar. Guck mal, ihr sind sogar schon Gehege vorbereitet. Ja, wunderbar. So mag man das gern. Okay, ich kann auch nicht sonderlich viel kaufen. Wieder Dromedare. Jetzt auch mal Giraffen. Und Elche sind einige der wenigen, wo sie dann auch noch mal gemacht haben, dass sie verschieden aussehen. Hier seht ihr es, bei Löwen und Elchen haben sie es gemacht. Bei manchen anderen aber dann nicht. So, was stand da gerade? Jetzt habe ich es weggeklickt. Ich depp. Erstmal Leute einstellen. Die sind ja auch schon hier. Okay, läuft schon jemand rum? Das ist, glaube ich, 2003 mit 12 gespielt. Ja, das kann auch sein. Also ich glaube auch nicht, dass ich es direkt gespielt habe, als rauskam.
Okay, dann brauchen wir jetzt noch drei Gehege, aber mit was für Tier? Ach so. Okay, wir haben noch einen Eisbär, wir haben noch einen Bengaltiger und Kängurus hatten wir auch noch nicht. Und Löwen hatten wir auch noch nicht. Und Thomson-Gazellen hatten wir auch noch nicht. Machen wir erstmal einen Eisbär. Hier ist ja schon ein bisschen was vorgefertigt, dann nehme ich das mal. Hier vorne so ein bisschen, wo sie reingucken können, die Leute. Zack, und schon mal ein bisschen bisschen Eis. Schnee. Schnee rein, das wird ihm gut gefallen. Hier war es auch nicht so kompliziert, dass man jetzt auch noch dann das Gehege abkühlen muss, damit der Schnee liegen bleibt. Das war noch ein bisschen over the top, was dann später noch hinzukam. So eine, diese Höhlen gab es auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob die hier waren. Okay, Saltwater. Da muss einiges her. Oh, okay, das war zu viel. Oh nein! Well suited, guck mal, das ist doch ein einfaches Gehege. So kann das doch sein. Okay. Guck mal, es ist so eine kleine Andeutung, so ein kleines Bau doch bitte hier. Und dann machen wir das natürlich auch genauso. Das ist wirklich ein tolles Spiel, muss ich sagen. Also ich habe mehr Spaß als mit Planet Zoo. Hier war noch die Welt einfach. Zack. Da machen wir mal die Kängurus. Also, ihr müsst auf jeden Fall ein Ohrwurm davon haben, von diesem Lied. Sonst habe ich mein Ziel nicht erreicht. Oh, da muss wieder richtig viel hier. Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, eins brauchen wir noch. Das schaffen wir ja wohl. Dafür kann man Blend Zoom mehr machen. Kennt ihr Let's Game It Out? Ja, das habe ich geguckt. Let's Game It Out. Oh, jetzt habe ich es gesehen. Ich habe gesehen, dass hier was zur Welt gekommen ist. Jetzt ist mir nicht durch die Lappen gegangen. Hier steht's. Let's Game It Out von Blended Zoo ist auch sehr schön. Bei Let's Game It Out wird immer geguckt, was kann man so für bescheuerte Sachen mit dem Spiel machen. Und da kannst du in Blended Zoo natürlich einiges machen. Das ist klar. Ich habe auch mal versucht, die Minen von Moria in Blended Zoo nachzubauen. Hat nicht so gut geklappt. Okay, dann nehme ich noch. Machen wir noch Löwen, die habe ich auch noch nie gehabt. Und ich habe jetzt, als ich über Ostern zu Hause war, habe ich nochmal geguckt, habe mein Zootagebuch gefunden. Und da habe ich. Weil das ist ganz weird bei dem Spiel. Ich hatte dann eine Zeit lang immer Schneeleoparden gezüchtet. Und die werden in dem Spiel aber nicht alle gleich viele Jahre alt, sondern einer wird dann mal 8. Dann wird einer nur 5. Also ganz weirde Lebensspannen haben die. Natürlich macht es in dem Spiel keinen Sinn, irgendwie auf Langlebigkeit zu züchten, weil das natürlich nicht funktioniert, aber ich habe es dann halt so gespielt.
Als könnte man da irgendwas züchten. Ist dann später in echten Spielen, wie mit Planet Zoo und so, kannst du ja auch verschiedene Sachen züchten. So. Some fun. Da haben wir doch jetzt mal was. Zack. More rocks. Zu viel. Sand. Oh, die wollen richtig viel. Die sind anspruchsvoll. Jetzt noch ein paar Bäumchen. Zu viel. Und setten more animals. Noch mehr. Das reicht aber doch. Okay, noch einen. Und noch ein Spielzeug. Da, perfekt. So, Ziel erfüllt. Ich finde es ein bisschen weird wirklich, dass man da dann die ganze Zeit abwarten muss. Was für Tiere leben in Moria? Ja, das war einfach nur, weil ich dieses Ding, dass man da so wirklich viel an der Erde und sowas verändern kann, so cool fand. Dass du da so wirkliche Höhlen bauen kannst und so. Da bin ich dann mehr auf Landschaftsgestaltung gegangen als auf Zoobau. Was aber dann auch nicht, also es ist halt auch nicht dafür gedacht, was man dann auch gemerkt hat. Oh. Guck dich den mal an, auf seinem Felsen. Small Lion Rock. Jetzt kann ich ihn noch nicht mehr anklicken. Also die Animation ist jetzt schon vorprogrammiert. Ansonsten sieht es, glaube ich, ganz gut aus hier bei denen. Keiner ist irgendwie böse. Keiner ist sauer auf uns. Bei den Gästen, hier sieht es auch alle gut aus. Ja, hier machen wir ordentlich Minus. Was hat denn hier so viel gekostet? Employee. Ach, wir haben uns ja noch gar nicht hier um die Gäste gekümmert, was die noch so brauchen. Ja, erstmal, ich glaube immer, so ein Restaurant ist ein gutes Geschäft. Restaurant bringt immer Plus. Da kommt das hier mal direkt weg. Alle ins Restaurant gehen. Zack, und dann machen wir aber noch so einen kleinen Giftshop. Der kommt hier in die Ecke. Und dann habt ihr alles, was ihr braucht. Und fertig. Animal Happiness 80. Da sind wir bei 97. Wer ist denn nicht bei 100? Frage ich mich. Hier die nicht. Doch. Nur kurzzeitig. Da gehen auch schon Leute rein. Oh, das geht weg. Erstmal teurer machen. Hier war noch keiner am Giftstand. Mich interessiert natürlich, in die Top-Quote Restroom, Pizza. Restroom, ja, es ist natürlich hier. Nur für Familie nur. Ja, wenn du alleine in den Zoo gehst, ist es immer schwierig. Dann in so einem Familien-Restroom. Ah, jetzt wird was verkauft. Da hat sich hier der kleine Gast 33. Stuffed Panda.
Hält der den jetzt auch irgendwie? Nee, ne? Nee, sieht man nicht. Gleiche Animation wie immer. Oh, zwei Leute haben schon was gekauft. Nein, ich hab schon wieder nur als Ohrwurm. Na gut, hier ist natürlich klar, wie alle heißen. Sarabi ist die Frau von Mufasa. Also, wer ist denn Sarabi? Was ist denn hier mit euch los? Sarabi ist die Schwester von Kohlrabi. Oh, Hubert! Wer weiß denn sowas? Sarabi, warum bringen deine Löwen kein Fleisch mehr nach Hause? Es gibt nichts mehr, Scar. Sie sind alle weg. König der Löwen habe ich auch tausendmal geguckt. Ja, die haben nur Dingo Lion King gesehen. Das glaube ich nämlich auch. Es gibt noch eine Dingo-Version. König der Tiere oder so. Von König der Löwen. Da kann es sein, dass da niemand Sarabi heißt. So, okay. Das läuft. Wir können uns, glaube ich, vielleicht noch was Cooles für die Gäste leisten. Was haben wir denn noch nicht gebaut? Streichelzoo. Und ein Karussell. Karussell hatten wir auch noch nicht. Zack, da ist es. Ich weiß gar nicht, ob die Leute jetzt da noch sitzen können. Aber wir haben ja eh ein Restaurant. Es gibt noch andere als Dingo-Version. Es gibt so ungefähr 20 Disney-Filme als Dingo-Version. Also, ich sag mal so, FDP, Willi und ich, wir haben noch einiges vor. So. Oh, der sieht aber auch richtig lecker aus. Richtig so lecker gebräunt, wie so ein Brötchen. Oder dieser männliche Löwe, der hat eine schöne Färbung. Alter, die Dromedare, die sind nur richtig genervt. Jetzt hat die mitten vor unserer Schnauze ein scheiß Karussell gebaut. Jetzt hast du den ganzen Tag das um die Ohren. Oh je, Mine. Ist das nervig. Gut, Japanese Garden haben wir auch noch. Hier unten haben wir noch sehr viel Platz. Da können wir. Was haben wir hier? Ein Kompostbuilding. Guests will not like the smell. But you will enjoy the profit. Oh yes, I will enjoy it. Dann tun wir das Ganze hier hinten hin. Muss da irgendjemand hinlaufen und da irgendwas reintun? Ich tue es jetzt erstmal nach hinten. Das so mitten in die Mitte. Und den Japanese Garden, den gönnen wir uns noch. Ah ja, nee, hier wollte ich hin. So. Mal der Weg. Boah, das ist ja das Nervigste der Welt. Was ist die Dingo-Version? Ja. Da gib mal bei YouTube ein Dino Trash mit Florentin und Mara. Dann wirst du eine Dingo-Version von In einem Land vor unserer Zeit vorfinden, die dich nachhaltig verstören wird. Und davon wirst du in den nächsten Wochen noch mehr bekommen.
Donnerechsenalarm. So, okay. Jetzt haben wir März. Drei Monate noch. Ich glaube, das kann man noch machen. Und immer noch viel Geld. Theoretisch kann man noch ein Gehege bauen. Und nicht, dass uns das hier nachher die 60. Aber wir bauen ja jedes Gehege perfekt. Das ist ja das Problem, was ich habe. Das ist ein gutes Spiel. Die laufen übers Gras. Was ist denn das hier? Sind wir hier bei Avatar Herr der Elemente? Das klingt so ein bisschen wie Onkel Iroh spielt was. Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Gebt in die YouTube-Suche Dino Trash ein. Findet man das erste Abenteuer im Land der Dinosaurier? Ist das wirklich so? Wir sind ein Ohrwurm nach dem nächsten wird hier abgespielt. Oh Mann, ich hab's schon wieder nicht gemacht. Oh, guckt euch das mal an. Wir haben schon 300 Profit gemacht mit nur einem. Gibt es mir jetzt doppelt so viel? Fenster auf, Kipp! Fenster auf, Kipp habe ich hier gesehen. Das ist der Gast, der die ganze Zeit kotzt. So, ich glaube, jetzt habe ich alle Wege verbunden. Jetzt können sie auch überall hinkommen. Deshalb auch Fenster aufkippt, da kommt Luft rein, ja. So. Dein Video ist tatsächlich das erste, wenn man unangemeldet bei Google nach was sucht. Warte, ich bin hier schon wieder, ich kann gerade nicht hier raus. Ich muss erst mal warten, bis Teddys Nachricht weiter nach oben gerückt ist. Weil mein anderes Fenster da so drüber gelappt ist. Also ich sehe so die ersten 10% von euren Nachrichten nicht. Da denke ich mir dann immer was aus. Oh, das mag ich voll, diesen Tune hier vom Japanese Garden. Teddy pushen, ihr müsst noch zwei Nachrichten, dann habe ich's. Zwei Nachrichten, dann kann ich's lesen, glaube ich. Ne, noch eine. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Das ist direkt das erste, wenn man unangemeldet bei Google nach Dino Trash sucht. What? Bin ich ein SEO-Meister? Müsste ich mehr in die Marketingabteilung? Also würde ich sagen, da habe ich den Beschreibungstext und Titel ja wohl perfekt gewählt, oder wie? Warum kriegen die eigentlich keinen Nachwuchs? Was ist denn hier los? It's well suited. Bei denen auch noch nichts. Hier wird auch nichts gemacht. Können wir nochmal einen einstellen? Bleibst auch direkt mal hier. Och, die hier! Guckt euch das mal an. Die hatten auch Nachwuchs. Ich hab's nicht mitbekommen. Direkt mal verkaufen. Das sind zu viele. Du.
Hier oben kommt auch keiner mehr her. Ich habe einfach zu wenig Zookeeper, aber es ist jetzt auch egal. Für 2 Monate. Oh je. Oha. Okay, ist nämlich jemand nicht zufrieden. Das ist nämlich das Problem. Oh, was hier nämlich? Ja, warum? Ordentlich investieren. Ich will immer vorspulen, wie bei den ganzen anderen So-Spielern, die das alle haben, aber dieses nicht. Wow. Hätte das ja auch einsprechen können. Shit, das macht keinen Unterschied, ob ich das noch habe. Na gut, weg damit. Aha, so, jetzt ist sie wieder zufrieden. Oh, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen, dass uns das nicht auf die Nase fällt. Ich kann eigentlich auch immer das Neueste weg. Oh, ein bisschen Cash machen hier. So, der Punkt ist no. Not big enough. Ist hier irgendwo noch so ein kleines Tier? Ist hier irgendwo ein kleiner Löwe, den ich nicht gesehen habe? Hm? Too much trampled. Reicht 81. Da ist auch keine drin. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen, ich muss mal die Zoo-Werte hier ein bisschen anweisen. Jeder kann 2 Gehege machen. Das ist ja wohl. So, der geht hier zum Löwen und den Elchen. Der hat die Kamele. Ja, das ist ja dumm. Dann macht der Kamele und Löwen. Der hier macht das nicht mehr. Wir kriechen das weg. Aha. Der macht die und die. Und der macht das und das. So, mehr brauchen wir nicht. Wird gefeuert. Kriege ich den weg. Zack. Breaking up Poo. Genau das sollst du machen. Okay, so, da haben wir doch alle. Dann mache ich hier noch den Eingang ein bisschen passender, dass die da schneller überall reinkommen. Ah ne, warte mal, der hat die beiden. Mach ich den hier hin. Ja, das Stück kann man laufen. Die zwei. Ja, das könnte ich ja mal eher hier machen. So. Okay. Ja, das passt doch mehr. Damit kann man doch arbeiten. Oh, ist das nervig. Oh, die Dromedare haben wirklich das schlimmste Gehege der Welt. Das ist das schlimmste Gehege der Welt. Oh, wir haben neues Tier erforscht. Ein Gorilla. Was haben Eisbären so für Namen? Drop mal 2 Eisbärennamen. Guck mal, die jagen sich richtig. Knut. Lars, also ihr könnt nicht jedes Tier Lars nennen. Ice-T.
Oder Ice-Bee. Na gut, Ice-Tee. Und auch nicht jedes Tier kann auch nicht Bärbel heißen. Okay. Ich sehe, Chat ist auch schon langsam müde. Kleiner Eisbär heißt nun mal Lars. Ja, aber der hier heißt jetzt Ice-Tee. Frosty. Brauch noch weiblichen Eisbärnamen. Snow White. Das ist doch was. Das ist doch ein schöner Name. Ich glaube, jetzt mit der Zuweisung der Gehege funktioniert das alles auch mal ein bisschen besser, dass die sich besser... Nee, warte mal. So, wer ist hierfür verantwortlich? Wo ist denn hier der Zookeeper für die zwei Gehege? Ihr Freundchen. Ja, raking up the poo, dann mach das doch mal hier. Kommt der da nicht ran irgendwie? Mooseland, der ist das! Vielleicht ist da auch die Tür irgendwie blöd. Machen wir mal hier hin. Oder so, ja. Mal hier. Ja, da habt ihr was zu scheppen. Das seht ihr jetzt auch. Und bei den Löwen müssten wir jetzt auch nochmal hier ran. Okay, so. Der macht nicht weiter. Ich glaube, Zookeeper 1 ist hier ein bisschen... Der hat die Eisbären und das. Was machen wir denn mal hier hinten noch? Das ist ein absoluter Ohr, wenn man diese ganzen... Ein Primatenhaus hatten wir auch noch nicht. Wo ist das denn noch hin? Hier direkt ans Ende. Wieder rein. Oh, na, geil. Man kann exakt nicht sehen, ob sie da reinkommen. Gucken wir gleich mal. Jetzt kann man es dann natürlich auch den Zoo noch ein bisschen schöner machen. Observation Area. Oha. Jetzt wird es aber hier fancy. Jetzt machen wir es noch richtig schön. Ja. Und einen schönen Brunnen. So läuft's hier, glaube ich. Gehaltskürzung. Snow White, was? Snow White? Oh, zwei direkt! Jetzt kriegt ihr euren kleinen Lars. Lars und Pauline. Ich würde mich an Lars Stelle mal fragen, warum in jedem Spiel immer irgendwas nach Lars Pausen benannt werden muss. Und ich würde mich auch mal hier fragen, warum die Kängurus keinen Nachwuchs kriegen. Was ist denn das? Ist eben ein LP. Genau.
Gleich haben wir es. Gleich haben wir es geschafft. Irgendwie bin ich nicht zufrieden mit dem Zookeeper, der für diese beiden Gehege zuständig ist. Das ist der hier. Hallo. Mach doch mal bitte deine Arbeit. Kann nicht sein, dass ich ihn da immerhin platzieren muss. Hier wurde gerade ein Foto gemacht vor der Steinwand, okay. So. Das habe ich. Schnell speichern. Nicht, dass das noch irgendwie in Gefahr gerät. Okay, wir können noch irgendwas Cooles bauen. Die Sachen immer so riesig groß sind. Hier, den streichel ich so hier hinten noch hin. Jetzt schon, wenn ich das einschauen schaue, kriege ich Augenkrebs. Ja, früher war das High-End. Ja, früher war das hier absolute Oberklasse. Aber dieser Pixel-Look, der hat auch was. Also irgendwie mag ich das lieber als so manche sehr modernen Sachen, wo man dann nochmal fünfmal reinzoomt und alles mögliche. Oh, der macht richtig Cash hier. Weißer Bengaltiger. Oh, die habe ich auch gezüchtet. Ich habe, glaube ich, immer entweder Schneeleoparden oder die weißen Bengaltiger gezüchtet. So was nennt man heute Pixel Art, ja. Ganz alte Schule. 2 Wochen noch. In den Graffen läuft es auch nicht. Hier so die Ecke, die ist ein bisschen nachwuchslos. Aber die Gehege sind schön. Was ist denn hier los? Ja, der jagt den immer. Ja, dann isst doch mal was stattdessen. Jagen die sich hier gegenseitig rum. Jedes Gebäude ein Ohrwurm. Retro Club Ultras lieben es, ja. Maintenance Worker ist mal was. Hab ich denn gelernt jetzt? Primates of Southeast Asia. Mhm. Ah, hier kommt der Schneeleopard. Also auf maximal. Ja, wir sind fast über der Linie. Fast auf der grünen Zahl. Ja, das Rating ist gut. 86 ist gut. $30 kann man bezahlen für den Spaß hier. Nicht. Aha, zack. So kommt man auf die schwarzen Zahlen. Ach, wunderschön. Bessere Kurs als Netflix. Oh! Da ist jemand wieder up to date mit seinen Witzen. Oh, 5 Tage, dann haben wir es geschafft. Uns hier noch ein bisschen das japanische Museum, den japanischen Garten an. Cool, gar nicht hier drin. Von 2001 sieht aber gut aus. Ja, finde ich auch. Und dann konnte man einfach nur da sitzen, sich die ganzen Gewerke angucken, wie das Geld reingespült wird. Wunderbar. Das funktioniert. Oh, 2 Tage. Was geht denn da? Das ist die Fressensanimation? Ja. Irgendwie haben sie auch so... Oh, wir haben es geschafft!
Wir haben Zoo Tycoon durchgespielt. Das beste Zoospiel des Jahres 2001. 3 Missionen geschafft. Heute noch mal einen kleinen Einblick gegeben. Heute mal noch mal so eine kleine Retro-Show gemacht. Und ich würde sagen, das war's dann auch für heute. Ich muss mal gucken, ob ich noch mal Zoo Tycoon 1 spiele. Ansonsten steht auch noch der zweite Teil auf dem Zettel. Und wir gucken jetzt mal, wer online ist, wen wir gut reden können. Oh, hier sind ja einige online. Hui, hui, hui. Oh, Nils macht heute Abend noch so eine Call-In-Show, glaube ich. Ich schicke euch mal zu Nils Boomhoff Live. Hier rausgehen? Kann ich hier bitte einmal raus? Kann ich hier einmal rausgehen? Nicht das Live vergessen, ja, sonst seid ihr wieder ganz woanders. Ja, ja. Nils Boomhoff Live. Ich glaube, das stimmt so. So, dann mache ich mir nämlich hier immer nochmal das Fenster auf, wo ich euch hinreide, damit ich auch sehe, was passiert. Nils Boomhoff Live. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum Watch Together von Tischlein Deck Dich aus 1956. Wahrscheinlich am Freitag. Wir müssen nochmal bei der Zeit ein bisschen gucken. Es könnte auch sein, dass es früher noch stattfindet. Und ja, ihr könnt ja auch gerne, wenn das VOD draußen ist, auch nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr meint zu Zoo Tycoon 1, wie das gealtert ist, ob man es noch spielen kann, ob ihr sagt, oh nee, Blende zu. 50.000 Mal besser. Und nicht vergessen, nächste Woche, nächster Dingo-Film hoffentlich. Und wir haben ja auch noch das 2 gegen 2 Schlacht um Mittelerde. Mörb und ich gegen Maurice und Anton, gecastet von Beyond Standard, dem besten Schlacht um Mittelerde-Spieler Deutschlands. Da versuchen wir auch gerade einen Termin zu finden. Das kommt wahrscheinlich auch in den nächsten 1-2 Wochen. Könnt ihr euch drauf freuen? Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche. Jetzt viel Spaß bei Nils und macht es gut.